Einen wunderschönen guten Tag. Servus, hier ist der Sani. Herzlich willkommen heute am 23. April 2024 zur 880. Folge. Verbinde die Punkte. Ja, erstmal eine Rauchen. Der Weltkrieg ist überstanden oder ausgefallen, je nachdem. Zum x-ten Mal in den letzten Jahren wurde medial sehr, sehr viel Wirbel gemacht. Ihr wisst, wir werden alle sterben, die Welt geht unter und so weiter und so fort. Passiert ist mal wieder zumindest an der Oberfläche recht wenig, was da im Hintergrund gespielt wird. Ja, können wir nur ahnen. Spekulation ist auch hier ja, wie immer erlaubt. Aber ja, wir leben noch. Und das ist erstmal die gute Nachricht, sage ich mal. Ihr macht euch wie immer die eigenen Gedanken hoffentlich. Ich kratze hier Gott sei Dank ja weiterhin nur an der Oberfläche. Und ich würde sagen, wir werfen erneut ein Auge auf dieses, ja, ach so, unterhaltsame Weltentheater. Und ja, beginnen mit den Worten von Olaf Scholz. Denn, ja, und das ist die gute Nachricht des Tages, die Krise ist tatsächlich vorbei. Krise, welche Krise, markierte ein oder andere Fragen. Ja, Deutschland befand sich im Jammertal. Und nun hat Olaf Scholz, bester aller Zeiten natürlich, die Krise für beendet erklärt. Tichy, sieht hier eine Realitätsflucht der deutschen Bundesregierung. Ja, ihr wisst, von Realität umzingelt, wie es Habeck ja bereits mal angedeutet hat. Ja, ein Turnaround war es. Die Ampel habe zwei Turnaround-Jahre geliefert. Kanzler Scholz weist die Kritik vom Chef des Bundes der deutschen Industrie, Russwurm, zurück, der fälschlicherweise natürlich behauptet hat, dass Deutschland zwei verlorene Jahre hinter sich hat. So würde ich es nicht betrachten. Man hat durchaus einiges an Fortschritt zu verzeichnen. Natürlich nur, wenn das Ziel hier weiterhin ist, Deutschland mit 180 an die Wand zu fahren. Und ja, da denke ich, sind wir in den letzten zwei Jahren durchaus etwas weitergekommen. Natürlich kann sich hier die Ampel nicht alle Lorbeeren aufsetzen, da ja die 16 Jahre Merkel-Regierung da durchaus auch schon einiges an Vorarbeit geleistet hat. So, hier haben wir ihn. Unternehmer zerlegt die Ampel. Schadet mehr der deutschen als der russischen Wirtschaft. Ein Schwurbler am Wohl, eventuell sogar ein Putin-Versteher. Und ja, ein sehr verständnisloser Markus Söder möchte nun fast alle Ampelprojekte rückgängig machen. Ich habe es des Öfteren schon angedeutet. Die CSU bzw. die CDU hat wohl einen PR-Agenten beauftragt. Und ja, der hat wohl herausgefunden, dass zwei Jahre Ampelregierung das Beste sind, was den restlichen Altparteien passieren könnte. Für all diejenigen, die etwas vergesslicher sind. Corona ist bereits während der Merkel-Regierung gestartet worden. Genauso wie die viel zitierte Migrationskrise auch schon im Jahr 2015 beziehungsweise ja eventuell noch früher begonnen hat. Und ja, nun tut man hier so, als wenn man mit dem Ganzen nichts zu tun hätte. Der Bürger ist ja weiterhin recht vergesslich und ja, alle vier Jahre ein Kreuz. Ja, vielleicht hilft das nächste Mal. Man muss eventuell einfach nur etwas härter wählen. So, dann, ja, kleine Meldung für die Wirtschaft erneut. Hoher Aufwand durch Lieferkettengesetz. Ja, das nächste Gesetz, das hier dafür sorgen soll, dass Deutschland weiterhin auf den richtigen Pfad bleibt. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, was für ein Wort, sorgt für mehr Arbeit in den Unternehmen. Krediteform und das Handelsblatt haben untersucht, wie die Betroffenen dazu stehen. Ja, eventuell auch hier. Einfach das nächste Mal wieder die CDU wählen, dann passiert sowas nicht. Und ja, ZDF heute fragt hier sogar, wie geht's der deutschen Wirtschaft wirklich? Ja, BDI-Präsident Russwurm kritisiert die Wirtschaftspolitik der Regierung scharf. Ich muss ein bisschen grinsen bei diesen Meldungen, tut mir leid. Kanzler Scholz versucht zu kontern und glaubt an Innovationen. Ja, Scholz übrigens ist auch auf TikTok, bester TikTok-Kanal aller Zeiten für all diejenigen, die sich das noch geben möchten in diesen Tagen. So, ja,
Ein Bild der deutschen Wirtschaft gab es da gestern vom Wirtschaftsminister Habeck. Er kann es einfach nicht, heißt es hier. Hier geht es um eine Schiffstaufe und ihr seht schon, Habeck bemüht hier die obligatorische Flasche zu zerhauen. Ja, mehr muss man, glaube ich, über die deutsche Wirtschaft in diesen Tagen nicht wissen. Die pure Kompetenz ist auch hier weiterhin am Werk. Nun gut, zurück zu Olaf Scholz. Der war jetzt in China unterwegs, hat natürlich mal wieder keinen roten Teppich bekommen, wie das für deutsche Spitzenpolitiker in diesen Tagen im Ausland so üblich ist. Ja, Olaf Scholz trifft Xi Jinping in China, hat natürlich dort auf gewisse ja, Missstände mal wieder hinweisen müssen, hat allerdings ja, den einen oder anderen Deal gemacht. Alles das, was in Deutschland verboten wird, verramschen wir nun nach China. Und ja, wo wir gerade bei den Auslandsreisen sind, Steinmeier in Istanbul mit Mörderrufen begrüßt. Ja, wir haben hier palästinensische Demonstranten gesehen, werden uns später auch noch ein bisschen begleiten. Ja, auch hier sieht man mal wieder, wie beliebt deutsche Politiker weiterhin im Ausland sind. Gab auch hier legendäre Bilder am Dönerspieß. Also egal, ob Habeck mit der Flasche, Steinmeier mit dem Messer oder auch ein Olaf Scholz mit dem Bohrer. Wir sehen, wie handwerklich geschickt unsere Politiker weiterhin sind. Ja, ein gewisses handwerkliches Geschick muss ja auch sein, wenn wir hier ja eine der ehemaligst größten Volkswirtschaften der Welt führen möchten. So, dann die Tagesschau weist darauf hin, Parteipropaganda per künstliche Intelligenz, das Ganze in China, ob für den Lokalsender oder die Auslandspropaganda, ob im Fernsehen, auf YouTube oder in eigenen Apps. Chinas Staatspartei setzt in den Medien zunehmend künstliche Intelligenz ein. Gute Nachricht hier natürlich, Staatspropaganda, eine Sache, die in der Bundesrepublik natürlich überhaupt nicht angewendet wird. Hier leben wir auch vor allem über die öffentlich-rechtlichen weiterhin neutrale, ausgewogene, ja, freie Berichterstattung, wie man sich das in einer ja, richtigen Demokratie wünschen kann. So, ist völlig unverständlich dann natürlich dieser Kommentar der Welt, bestens desinformiert mit der ARD. Ja, was soll man da sagen? Es funktioniert wohl nicht mehr so gut. Die öffentlich-rechtlichen, die privaten Medien gehen mehr und mehr aufeinander los. Ähnlich kann man das ja für die Politik ebenfalls betrachten. Irgendwie ist man sich nicht mehr so ganz einig. Es scheint wohl im Hintergrund mehrere verschiedene, teils gegenläufige Drehbücher zu geben. Und ja, das System scheint zu kollabieren und das auf relativ vielen Ebenen. Auch das ist eine Sache, die wir hier natürlich seit längerem betrachten dürfen. Ja, dann noch ein gutes Beispiel, dass die Dinge nicht mehr allzu gut funktionieren. Das Bundesverfassungsgericht hat wohl die letzte Essenseinladung ausgeschlagen und entschieden, Kritik an der Bundesregierung ist erlaubt. Der frühere Bildchef Julian Reichelt hatte die Entwicklungshilfe der Bundesregierung für Afghanistan hart kritisiert. Das Kammergericht Berlin verbot ihm dies. Das Bundesverfassungsgericht sagt nun, das Urteil verletzt die Meinungsfreiheit. Wie gesagt, in Deutschland gibt es da weiterhin gewisse Unklarheiten über die Meinungsfreiheit. Ich denke, man kann es weiterhin so definieren, dass man natürlich seine Meinung haben darf. Das Äußern dieser Meinung sollte man sich eventuell in Einzelfällen doch verkneifen. Ja, nun gut, wir bleiben im besten Deutschland. Die Großen lässt man laufen, heißt es hier. Cum-Ex-Chefermittlerin wirft entnervt hin. Ihr wisst schon, Olaf Scholz, Cum-Ex und so weiter. Es ist eine harsche Abrechnung mit der Politik. Die Cum-Ex-Chefermittlerin Anne Brohrhilger bittet um Entlassung aus dem Beamtenverhältnis und äußert scharfe Kritik an der Strafverfolgung von Finanzkriminalität. Steuerdiebstähle seien längst nicht gestoppt. Es gäbe Cum-Ex-Nachfolgemodelle. Ja. Auch hier kann man nur sagen, wir erleben weiterhin ein ja nicht nur deutschlandweites, sondern im Endeffekt globales Erwachen, wenn man diesen Begriff benutzen möchte. Und jeden Tag merkt einer mehr, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Und hier haben wir wohl mit dieser ehemaligen Cum-Ex-Chefermittlerin
Die nächste, die sich nun ja, morgens vor dem Spiegel fragt, ob das alles hier noch so Sinn macht. Ja, wo wir gerade dabei waren, die Großen lässt man laufen. Flutkatastrophe im Ahrtal, Ermittlungen eingestellt. Wer hätte es gedacht? Die Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 bleibt ohne Anklage. Die Ermittlungen wurden eingestellt. 135 Menschen sind durch das Hochwasser gestorben. Dabei hätte niemand sterben müssen. Eine rechtzeitige Warnung wäre möglich gewesen. Der Opfernwald nennt es einen Justizskandal. Auch hier wird der ein oder andere vielleicht inzwischen merken, wie die Justiz denn ja, zu funktionieren hat. Sie ist ja doch in den allermeisten Fällen durchaus weisungsgebunden. Aber anscheinend gab es durchaus die ein oder andere Warnung. Zumindest konnte ein Landrat sein Porsche ja, frühzeitig noch umparken. Wäre ja auch wirklich sehr schade gewesen. Porsches sind ja weiterhin sehr schöne Autos, auch wenn sie natürlich ganz, ganz böse für den Klimawandel sind. Nun gut, ihr merkt schon, das Ganze wird schwerer und schwerer, ohne eine gewisse Ironie anzuwenden. Natürlich betrachte ich hier durchaus ja, sehr schreckliche Dinge, aber ja, was soll man sagen? Nicht die Hoffnung, sondern der Humor stirbt in meinen Augen zuletzt. Und ja, wie gesagt, man muss auch seinen eigenen Wege finden, das Ganze entsprechend verarbeiten zu können, wenn man sich schon ja, hier mit den Dingen tiefergehend auseinandersetzen muss. So, wir bleiben beim Thema Hochwasser. Jahrhundertflut in China, ein apokalyptisches Unwetter, heißt es hier. Ja, die Erde, das Klima scheint mal wieder verrückt zu spielen. Und da gab es ja, in der letzten Woche auch durchaus beeindruckende Bilder aus Saudi-Arabien und ja, fast ketzerische Fragen. Schwerer Verdacht, heißt es hier bei OE24. Haben die Scheichs die Megaflut selbst verursacht? Der Rekordregen in der Wüste könnte das Ergebnis einer Wolkenimpfung sein. Ja, nicht nur gegen Corona und anderes wird geimpft, sondern auch gegen den Klimawandel. Wir sind soweit und ja, das Ganze wird nun auch ganz, ganz langsam in den Medien salonfähig gemacht. Ja, es ist Dubai, führte Wolkenimpfung zum biblischen Unwetter. Nein. Wir haben natürlich nicht Saudi-Arabien, sondern wir sprechen von den Vereinigten Arabischen Emiraten, nur um hier genau zu bleiben. War die Regenkatastrophe auf der arabischen Halbinsel kein natürliches Wetterphänomen? Lag es auch nicht am Klimawandel? Die Emirate geben zu, kurz vorher 2 Tage lang Wolken geimpft zu haben. Was ist hier los? Bei der Frankfurter Rundschau heißt es, Ursache für Dubai-Unwetter, Cloud Seeding ist eine Ablenkung von der wahren Geschichte. Wir wissen, die wahre Geschichte ist, dass der Klimawandel hier dafür sorgen wird, dass wir alle sterben. Und drum ist es auch die Tagesschau, Gott sei Dank mal wieder, die hier informiert und klarstellt. Cloud Seeding spielte in Dubai keine Rolle. Wir dürfen hier natürlich nicht von Wettermanipulation sprechen. Wettermanipulation ist eine Sache, die es laut der Tagesschau natürlich nicht gibt. Dazu ein kleiner Beitrag hier aus dem Jahre 2018 von Popular Science. Heißt es, mit der Operation Popeye hat die US-Regierung das Wetter zu einem Instrument des Krieges gemacht. Ja, hier wird von einem Geoengineering-Projekt gesprochen, das bereits in den 1970er Jahren angewandt wurde und ja, heute natürlich klarerweise überhaupt keine Rolle mehr spielen kann. Da findet man mehr. Wir bleiben bei der US-Regierung, blicken ins Jahr 2023. Hier heißt es, das Weiße Haus, das ist dafür offen, das Sonnenlicht zu blockieren, ganz frei nach Mr. Burns, um die Oberfläche der Erde zu schützen und die Folgen also der globalen Erwärmung eben ja, zu reduzieren. Ihr merkt, altes Spiel, Problem, Problemlösung und so weiter. Und so fort. Ja, und dazu natürlich noch diese Meldung hier aus dem Jahr 2019. Könnte es möglich sein oder kann es durch das Abdunkeln der Sonne geschafft werden, die Erde zu retten? Bill Gates möchte Millionen von Tonnen von Staub in die Stratosphäre sprühen, um die globale Erwärmung zu stoppen. Meine laienhaften Ansichten resultieren ja aus meiner Schulzeit, danach habe ich ja aufgehört, irgendetwas zu lernen.
Und in der Schulzeit hatten wir allerdings durchaus den, na, wer heißt Treibhauseffekt. Und es gibt ja die Sonnenstrahlung, es gibt die kurzwellige und die langwellige Sonnenstrahlung. Und meines Erachtens wird die kurzwellige wieder ja, großteils reflektiert, weil sie eben nicht wie die langwellige absorbiert werden kann und wird zurück in die sogenannte Atmosphäre ja, gespiegelt, mehr oder weniger. Wenn dort oben keine Wolken sind, dann können diese kurzweiligen Strahlungen wieder ins All, an die Kuppel, wohin auch immer, zurückgeworfen werden. Kommen allerdings Wolken auf, so wird die Temperatur mehr gehalten. Also die Temperatur erhöht sich, je mehr Bewölkung dann vorhanden ist. Das sieht man ganz deutlich, wenn man mal in einer klaren Sternennacht ja, draußen sitzt und das Ganze mit Temperaturen vergleicht, die in der Nacht entstehen, wenn es bewölkt ist. Also auch hier scheint in meinen Augen schon ein kleiner Denkfehler begangen worden zu sein, aber eventuell geht es auch gar nicht darum, irgendetwas Gutes für die Erde oder gar die Menschheit zu bewirken. Aber das wäre natürlich eine Verschwörungstheorie mal wieder. So, und um was am Ende des Tages geht, lesen wir hier. Jetzt tüftelt eine Taskforce unbemerkt an der großen Weltklimasteuer. Ja, das Atmen wird besteuert. Und ja, dass CO2 für die Natur durchaus einen sehr, sehr wichtigen Impact, Einfluss hat, sollte den meisten, vor allem den Gärtnern unter euch, inzwischen klar sein. Und ja, das führt uns natürlich sehr, sehr schnell zu der Frage, welches CO2 hier tatsächlich eingespart werden soll. Komischerweise ist man sich da weltweit immer ganz schnell einig. So, von der großen, weiten Welt kommen wir zurück, ja, ins beschauliche Bayern. Geoengineering, titelt da gestern der Bayerische Rundfunk, wie in Bayern Wolken geimpft werden. Erst kam das Unwetter, dann die Spekulationen. Wolkenimpfungen könnten Mitschuld tragen an der Flut in Dubai. Doch ist das wirklich so? Auch in Bayern kommt Geoengineering zum Einsatz, zum Beispiel bei der Hagelabwehr in Rosenheim. Ja, ihr merkt, so ganz, ganz langsam darf hier über gewisse Themen gesprochen werden. Wir erinnern uns auch an den Gesetzesentwurf aus Tennessee, war es in meinen Augen. Der Bundesstaat in den USA möchte gar nicht mehr, dass über ihren Himmeln oder in ihren Himmeln irgendetwas versprüht wird. Ja, ich denke, auch hier werden wir im Zuge des Great Awakenings durchaus noch Fortschritte erleben. Für mich ein blauer Himmel, ja, weiterhin der Indikator, dass hier gewisse Dinge endgültig beendet sind. Schauen wir mal. So, und dann die Frage hier von der Süddeutschen Zeitung. Lässt sich das Klima mit künstlichen Wolken retten? Ihr seht schon, wo sie hingehen soll. Das, was hier seit, ja, ich sag mal, rund 20 Jahren eigentlich für jedermann, jede Frau sichtbar sein sollte, wird nun ganz langsam auch im Mainstream so verkauft, dass ja die nächste Generation sich an gar nichts anderes mehr erinnern kann. So, ja, der böse Klimawandel, ihr wisst es, immer mehr wird klar, dass er eigentlich allein schuld ist, neben Putin natürlich, dass die Weltwirtschaft hier bedroht wird. Wir haben hier eine neue Studie des Potsdam-Instituts. Wegen des Klimawandels drohen weltweit empfindliche wirtschaftliche Einbußen. Davor warnen Forscher des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung in einer neuen Studie. Auch für Beschäftigte hätte das Folgen. Nein, es ist nicht die Wirtschaftspolitik. Nein, es ist nicht die, ja, ausufernde Geldpolitik. Es ist der Klimawandel. Und ja, dagegen hilft eigentlich nur, ja, mehr Steuern erheben, mehr Geld drucken und ja, vielleicht ein bisschen mehr Überwachung. kann auch nicht schaden. So, zurück in China. Militärtechnik verraten. Drei mutmaßliche chinesische Spione in Deutschland verhaftet. Der Vorwurf geheimdienstliche Agententätigkeit und Vorstoß gegen das Außenwirtschaftsgesetz. Ja, am Morgen hatte die Bundesanwaltschaft einen Mann aus Bad Homburg und ein Ehepaar aus Düsseldorf festnehmen lassen. Da gab es jetzt auch irgendwelche Schleuser, die hier Chinesen und Japaner, glaube ich, ins Land gebracht haben, als wenn es dafür noch Schleuser bei sich gab.
Ja, wir bleiben bei den Spionen. Auch Russland spioniert, Schuld natürlich an Putin. Putin steuert Terrornetzwerk in Deutschland. Auch hier wurden zwei Spione festgenommen. Tausende Schläfer im Land. Schläfer im Land, russische Schläfer im Land. Ja, hier wage ich zu behaupten, dass es wirklich die relevanten Schläfer in der Bundesrepublik sind. Aber ja, sei mal dahingestellt. So, und noch eine weitere kleine Geschichte aus dem Paulaner Garten. Exklusiv, BND fand den Terrorfürsten lange vor 9/11, hatten dann wohl wieder laufen lassen. Osama bin Laden auf einem Esel einer US-Rakete entkam. Ja, wie gesagt, immer wieder muss man hier auch ein gewisses Klischee bedienen, nämlich dass hier Osama, ich hätte fast Obama gesagt. Osama mit seinen 19 Räubern aus einer Höhle in Afghanistan, einer der größten, ja, wenn nicht den größten Angriff auf amerikanisches Festland koordiniert haben soll, was dazu geführt hat, dass, ja, ein Ring des Feuers sozusagen, ein Ring des Krieges in der arabischen Welt gelegt wurde von, ja, Marokko mehr oder weniger bis in die Ukraine hoch. Ich weiß, Ukraine ist nicht arabisch, aber ihr seht, wenn man sich das anschaut, die Entwicklung seit 2001, wurden in nicht allen, aber sehr, sehr vielen Ländern rund um Europa Brandherde gelegt. Und was man von Konfliktsituationen hat, sehen wir alle, ja, die Militärwirtschaft floriert und ja, die Migration wird angestoßen. Und ja, alles natürlich ebenfalls zufällig. Hier gab es keine tiefergehenden Pläne. Viele nicht, aber ja, einige Betrachter sprechen immer wieder von einem Think Tank, dem Project for a New American Century, der bereits ja, ein, zwei, drei Jahre vor dem 11. September 2001 hier gewisse Andeutungen, sage ich mal, gemacht hat. Aber ja, ist ja alles mal dahingestellt. Nun gut, bleiben wir bei der Spionage. Eventuell kleiner Fingerzeig erneut auf Olaf Scholz. Jan Masalek koordinierte Spionageaktionen. Was ist hier los? Der Ex-Wirecard-Vorstand lieferte sensible IT-Technik an den russischen Geheimdienst, darunter Laptops mit Kryptotechnik. Das belegen Recherchen von ZDF, Spiegel und Standard. Ja, kann es eventuell sein, dass russische Geheimdienste durch solche Aktionen, nicht jetzt nur durch Masalek, aber vielleicht auch andere, Zugriff auf ja, sensible Computer innerhalb der Regierungsstruktur oder auch Bundeswehrstruktur, Verteidigungsstruktur Deutschlands erhalten haben. Ähnlich ja, wie das damals mit McAfee wohl der Fall war, der ja völlig selbstlos natürlich amerikanische Politiker mit Antivirensoftware ausgestattet hat. Völlig selbstlos, ja. John McAfee hat uns ja alle gewarnt. Nun gut, so, bleiben wir bei Wirecard. Hier heißt es AfD, Wirecard, Offerin und Co. Der Reiz des Befangenheitsantrags. Gerade versucht die AfD, das Verfahren um die Einstufung der Partei als rechtsextremistischer Verdachtsfall zu stören, mit Befangenheitsanträgen gegen die Richter. Wie funktioniert dieses Rechtsmittel? Man geht wohl bei der AfD aus, dass gewisse Richter, natürlich nicht alle, in Deutschland befangen sind, also eventuell eigene Interessen verfolgen, wenn es um gewisse Urteile geht, wäre natürlich ein Skandal. Da ist die, ja, die Neutralität der deutschen Gerichte, vom, ja, Bezirksgericht bis hoch zum Bundesverfassungsgericht enorm in Frage stellen würde und eventuell sogar systemische Fragen erlauben würde. Macht es natürlich nicht, kein deutscher Richter ist befangen. Und wie deutsche Richter zu behandeln sind, haben wir immer wieder auch gesehen, wie hier mit diesem Richter in Weimar verfahren wurde, der ja völlig ketzerisch hier Maskenbefreiungen für Kinder ausgesprochen hat. So, dann ja, weiter mit der besten Demokratie. AfD-Bürgermeister Valen Groß-Schirmer für ungültig erklärt. Geht natürlich nicht. Bei der Wahl hatte der AfD-Landtagsabgeordnete Rolf Weigand die meisten Stimmen erhalten. Nun ist eine Neuwahl erforderlich. Der Kandidat will nun rechtliche Schritte prüfen. Ja, frei nach Merkels Telefonat aus Südafrika, was nicht sein darf, ja, kann auch nicht sein. So, wir bleiben bei der AfD. Auch Höcke hat jetzt in den letzten Jahren, in den letzten Wochen für Aufsehen gesorgt. Er musste ja
ähnlich wie Trump jetzt immer wieder vor Gericht. Höckes nervige Verzögerungstricks. Ja, hier sehen wir, wie gewisse Ablenkungen funktionieren. Alle Augen auf die AfD. Ein Sammelsurium sozusagen der Rechten. Und ja, wie gesagt, meine Meinung über das Parteisystem habe ich, glaube ich, des Öfteren schon geäußert. Und wir schauen uns auch hier an, ob wir jetzt in der Bundesrepublik noch 2 Jahre ausharren müssen, bis wir endlich wieder eine CDU-Regierung bekommen. Vielleicht mit den Grünen, vielleicht mit der AfD. Schauen wir mal. Ja, es kündigt sich ja durchaus an, haben wir, glaube ich, später noch was dabei, dass es sehr viel schneller gehen könnte als diese 2 Jahre. Und da haben wir es ja auch schon. Ja, die FDP nervt die SPD und Grüne mit neuen Knallhartforderungen. Alle Zeichen stehen auf Ampel aus. Das tun sie ja eigentlich bereits seit 2 Jahren. Aber ja, schauen wir es uns an, ob es denn wirklich ein Ende finden darf. Ich bin dafür, dass ja, dieses Theaterstück noch bis zum Ende ausgespielt werden sollte. Ja, wenn dem nicht so wäre, wären in meinen Augen bereits viele, viele dieser Darsteller zurückgetreten. Ich gehe davon aus, dass hier jetzt ein ja, größeres Abbauprogramm, der dritte Akt, wie auch immer, abgespielt wird, um auch dem Letzten zu zeigen, was hier tatsächlich passiert ist. Schauen wir mal. So, dann kommen wir doch zu denjenigen, die hier vermeintlich in und um die Ampel aktiv sind. Schneller im Knast, als du pupsen könntest. FDP-Politikerin Schlag Zimmermann erntet bei Wahlveranstaltungen Pfiffe, Buhrufe, Sprechchöre. Dann flüchtet sie sich in Wählerbeschimpfung. Ja, das ist das, was man so tun kann. Ich glaube, ich muss nicht herzeigen. Haben die meisten wohl schon gesehen. Wir haben sogar eine angedeutete Drohung gehört. Weiß Ihr Chef, was Sie hier machen? Auf einer Kundgebung bepöbeln sich Demonstranten und Strack Zimmermann gegenseitig. Danach allerdings setzt sie einen Teilnehmer unter Druck, indem sie nach seinem Arbeitgeber fragt. Genau hier geht die Spitzenkandidatin für Brüssel zu weit. Die Nerven liegen sichtbar blank und enthüllen die Doppelmoral, die bei Politikern und Bürgern gilt. Ja, Doppelmoral. Was wir hier sehr schön sehen können, wie es ja auch beschrieben wird, ist, dass hier ja, viele, viele Protagonisten bereits sehr dünnhäutig agieren und eventuell aus einem tiefen, tiefen Unverständnis der tatsächlichen Stimmung im Land. Man glaubt eventuell tatsächlich noch, dass man hier ja, auf dem richtigen Wege sei. So, dann ein Wort zur deutschen Außenministerin. Reizthema heißt es hier. Wie lange kann sich Deutschland diese Außenministerin noch leisten? Beim Besuch von Annalena Baerbock in Israel soll es zwischen ihr und Benjamin Netanyahu zu Streit gekommen sein. Hier heißt es, Ulrich Reitz hält dies für einen erneuten schweren Fehler des oder der Außenministerin. Und ja, wo wir bei Annalena Baerbock sind. Wir bleiben hier kurz bei Netanyahu. Baerbock dementiert Streit mit den Netanyahu und legt sogar noch nach. Ja, wie gesagt, beste Außenministerin. Und nur weil ja diese ja, patriarchalischen Dinosaurier ihre feministische Außenpolitik nicht verstehen, heißt es nicht, dass sie hier eine Fehlbesetzung als Außenministerin ist. Und ja, dann der klassische Versprecher. Auch den haben wir noch dabei. Der Fokus geht darauf ein. Baerbock-Versprecher in ARD sorgen für Spott. Wäre hilfreich, Untertitel einzublenden. Also auch hier wird der allgemeine Niedergang weiter orchestriert. Und ja, eventuell passend dazu eine Aussage von Tina Ruland, ja, deutsche Schauspielerin. Rollen werden heute Vogue und politisch orientiert besetzt. Damit möchte ich natürlich nicht andeuten, dass es sich hier ja, durch die Bank um Politikdarsteller handelt. Dem ist natürlich nicht so. Wir leben in einer Demokratie und dort werden die Politiker weiterhin demokratisch gewählt. Das gilt natürlich auch für ja, die EU und die Kommission. Naja, egal. Auf alle Fälle funktioniert das Ganze ja weiterhin reibungslos. So, wir sind zurück bei der Bild. Rechtschreibreform, beziehungsweise Rechtschreibungsrevolution, wie sie heißt. Lehrer sollen keine Fehler mehr zählen. Auch da bewegen wir uns weiter in eine ganz klare Richtung. Nicht, dass sich hier noch irgendjemand diskriminiert fühlt, wenn er nicht auf 3 zählen kann. Ja, nee.
Das wäre ja Mathematik, aber ich denke, da geht es in eine ähnliche Richtung. Ja, bleiben wir kurz in den Schulen. Es besteht die Gefahr, dass Schüler bekifft im Nachmittagsunterricht sitzen. Eine Vorstellung, die natürlich in meiner Schulzeit absolut absurd gewesen wäre. Damals gab es es überhaupt nicht und ja, heute ist es möglich aufgrund dieser neuen Gesetzgebung, die von Karl Lauterbach initiiert werde. Also, liebe Jugend, es ist nicht mehr verboten, das heißt, es ist auch nicht mehr so richtig cool. Und ja, in Bayern ja, ist es vielleicht doch ein bisschen anders, weil dort wehrt man sich natürlich mit Händen und Füßen dagegen. Bayern verbietet Kiffen auf Volksfesten und in Biergärten. Die Leute sollen saufen. Ja, das hat jahrelang funktioniert. Und ja, nicht, dass die Menschen aufgrund von, mischt schon, auf falsche Gedanken kommen. Ja, wir bleiben draußen. Ihr seht hier die Jugend mal wieder am Demonstrieren. Mehr rechtsextreme Fälle an Schulen gemeldet. Die Schülervertretungen der ostdeutschen Bundesländer beklagen zunehmenden Rechtsextremismus an Schulen. Sie fordern ein entschiedenes Gegensteuern der Politik, doch die Bildungsministerien verweisen auf bestehende Strategien. Ja, wie gesagt, der Rechtsextremismus an Schulen, ja, das einzige Problem, was man dort hat, überlastete Lehrer, gewisse, ja, Gewaltexzesse oder eine generelle finanzielle Unterversorgung, ja, spielen eigentlich momentan, ja, nur eine untergeordnete Rolle. So, ja, wie gesagt, die Gefahr weiterhin ausschließlich von rechts. Solche Meldungen wie hier müssen wohl als Einzelfälle abgetan werden. Linksextremisten lauern Neonazi auf, drei Schwerverletzte bei Messerstecherei. Auch das natürlich ja, eine kleine Momentaufnahme aus dem besten Deutschland aller Zeiten. Und was haben wir hier? Diese Zeitung möchte nicht mehr angezeigt werden. Hier heißt es, junge Muslime in Deutschland immer radikaler. Der Gaza-Krieg ist ein Geschenk und am liebsten, ja, hätten zumindest 50% der jungen Muslime in Deutschland ja, hier ganz gerne einen Gottesstaat. Alles natürlich kein Problem für unsere Demokratie. Und ja, auch die CDU gibt sich da inzwischen kritisch. Wie gesagt, hat nichts damit zu tun, dass hier 2015 die Schleusen geöffnet wurden. CDU ändert umstrittene Formulierung zu Muslimen. Was ist hier los? Gehören Muslime, die unsere Werte teilen, zu Deutschland? Zumindest die Formulierung ist in der CDU umstritten. Deswegen hat sie den Entwurf des Grundsatzprogramms nach kontroverser Debatte jetzt geändert. Wir wissen, der Islam gehört zu Deutschland. Aussagen ja, eines Friedrich Merz aus dem Jahr 2000 war es, glaube ich, die Inder wegzulassen und daher lieber Kinder zu machen. Erinnert oder ja, scheint heute fast wie aus dem tiefsten Mittelalter zu kommen. Ja, wir sind offen, wir sind bunt und wir haben weiter noch ganz, ganz viel Platz. So, und dann heißt es hier bei der Welt, die CDU hat recht, ein Islam, der unsere Werte nicht teilt, gehört nicht zu Deutschland. Das ist, glaube ich, jetzt kurz davor zu kippen. Hier heißt es dann bald, ein Deutschland, das unsere Werte nicht teilt, gehört nicht zum Islam. Und ja, ich denke, da geht es ganz klar in eine Richtung. Die einzige Hoffnung, die wir haben kann, ist, dass sie es ja zu früh, zu sehr übertreiben und das Ganze dann doch noch Lieschen Müller auffällt. So, ja, Nancy Faeser macht weiterhin einen Bombenjob. Steigende Migration hat zu mehr Straftaten geführt. Kommt es tatsächlich aus dem Mund von Nancy? Stellten krasse Zahlen zu Ausländern und Jugendkriminalität vor. Nancy Faeser, Michael Stübgen und ja, der Chef des BKA, Holger Münch, ja, hat natürlich ebenfalls nichts mit der Kultur oder der Religion zu tun, sondern muss wohl Folge einer Traumatisierung auf der Flucht oder ja, andere Gründe einen etwas falsch behandeln vor unserer Gesellschaft wohl zu tun haben. Hier heißt es von der NZZ, jung, männlich, arm, ungebildet und aus muslimisch geprägten Ländern. Nancy Faeser kann das Problem der Migrantenkriminalität nicht mehr relativieren. Die Zahl der Straftaten in Deutschland ist im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Das hängt maßgeblich mit der Zuwanderung zusammen, wie der Kriminalitätsbericht 2023 zeigt. Auch die deutsche Innenministerin muss dies nun widerstrebend einräumen. Habe ich falsch verstanden, ich dachte.
Das sei der Plan hinter der Sache gewesen, aber anscheinend wollte man das dann doch so nicht. So, Polizei fassungslos. Die ARD vertuscht Problem mit kriminellen Ausländern. Wie gesagt, die ARD macht das, was die ARD so tut. Hier heißt es dann weiter bei der Bild. Soziologin sieht ausländische Straftäter als Opfer. Endlich sagt es mal jemand hier in diesem Fall bei Markus Lanz. Also auch hier probiert man weiterhin das Ganze in einen gewissen Rahmen zu zwängen, der allerdings ja immer brüchiger werden dürfte. Ja, die Bild-Zeitung spielt da ihre Rolle ganz gut. Unfassbare Szenen am Landgericht München. Vergewaltiger lädt Anwältin ab, weil sie eine Frau ist. Dem Staatsanwalt drohte er mit Kopfabgeste. Ja, das sind die Bereicherer, die ja, Astrophysiker, die hier seit 2015 in unser Land Einzug genommen haben. Natürlich, wie gesagt, kann man hier nicht pauschalisieren. Alles Einzelfälle. 14-Jährige nach Abriegelung ihrer Schule an Herzanfall gestorben. Ja, auch hier natürlich traurige Meldung. Wie viele junge Mädchen und auch Jungs natürlich müssen noch aus Gründen versterben? Hier ist es natürlich kein Einzelfall, sondern ein Herzinfarkt bei einer 14-Jährigen. Ich denke, auch das spricht in diesen Tagen Bände. Wir sind zurück bei ja, anderen 14-Jährigen. Hier heißt es in Rostock, drei Mädchen von sechs Männern vergewaltigt. Ja, wie lang muss man sich das Ganze noch gefallen lassen? Und wann beginnt hier tatsächlich der große, große Aufschrei? Es ist nicht so, dass man sich nicht alle Mühe geht, hier die schon etwas länger Lebenden zu provozieren. Ja, so kann man leider, leider, leider weitermachen. Festnahme in Bayern, IS-Terroristen vergewaltigen Kinder 5 und 12 Jahre lang. Und wo wir beim, ja nicht IS sind, aber hier geht es um die kriminellen Großfamilien in Deutschland. Wenn die Beamten das Haus verließen, lachten alle die dummen Deutschen aus. Nur ein weiteres Bild für das, was hier in Deutschland mit der allgemeinen Bevölkerungsverteilung so angedacht ist. So, Clan-Aussteigerin packt aus, alle haben mich in dieser Nacht vergewaltigt. Ja, es ging, wie wir hier lesen dürfen, um ihre Hochzeitsnacht. Auch das hat natürlich nichts mit irgendwelchen kulturellen Gepflogenheiten zu tun. Terrorangst bei Fußball der Entschuldigung, Gott sei Dank kommt jetzt bald die EM. Endlich Brot und Spiele. Das braucht man ganz, ganz dringend hier in Deutschland. Aber mal schauen, ob es überhaupt so stattfinden kann. Denn es gibt natürlich jetzt schon Terrorbedrohungen. Und hier heißt es, dann attackiere sie vom Himmel aus. Ein IS-Ableger ruft während der Fußball-EM zu Anschlägen in Deutschland auf. Die Terrorabwehr nimmt solche Aufrufe sehr ernst, denn die Sicherheitsbehörden halten sie für authentisch. Ja, wir werden sehen, was dieses Fest der Liebe so bringt. Wird es ein Sommermärchen? Oder ein Sommeralbtraum? Wir werden sehen. So, auch hier fühlen wir uns natürlich weiterhin gesichert. Sichere EM dank neuer Polizei-KI wird sicherlich funktionieren. Wenige Wochen vor Beginn der Fußball-EM steigt in Deutschland die Sorge vor Terroranschlägen. Polizei und Sicherheitsbehörden bereiten sich intensiv auf die Spiele vor. Zum Einsatz kommt auch eine neue Technologie. Ja, wunderbare Sache, dass man ja auch gerade mal wieder Dinge zur Bevölkerungsüberwachung ausprobieren kann. Wunderbar. So. Ja. Wo wir gerade bei terroristischen Angriffen sind. In Sydney hat es sich, ja, laut Medien, um keinen terroristischen Angriff gehandelt. Er hätte weitergemacht. Sechs Tote beim Messerangriff in Sydney und wenige Tage darauf kam es zu einem Angriff auf einen Bischof, den TikTok-Bischof. Ja, ein Mann wurde niedergestochen, Bischof Marie Emmanuel, der sich schon während der Corona-Zeit durchaus kritisch zu gewissen Dingen geäußert hat. Und ja, man müsste natürlich ein sehr, sehr großer Schwurbler sein, um hier diesen Angriff auf seine Meinung dem Staate gegenüber in Verbindung zu bringen. So, zurück in Deutschland. Es geht
doch in einigen Bereichen bergauf. Ja, Rechte von Transmenschen, ganz, ganz wichtig. Bundestag beschließt Selbstbestimmungsgesetz. Endlich mag der eine oder andere sagen. Es war eine emotionale Debatte. Am Ende stimmte aber eine klare Mehrheit des Bundestages für das Selbstbestimmungsgesetz. Damit können Transmenschen einfacher ihren Geschlechtseintrag beim Standesamt ändern lassen. Ja, das ist auch kein Angriff auf die Rechte der Frauen, wenn hier ja, Männer nach Belieben sich als Frauen bezeichnen lassen dürfen, ganz offiziell, und dann in jede Damensauna und Sportverein mit den Damen duschen gehen dürfen, ohne dass die Damen eine Möglichkeit haben, sich hier irgendwie noch zu wehren, weil sonst wären sie ja transphob oder was auch immer. Und ja, nichtsdestotrotz. Die Minderheiten gehören natürlich weiterhin geschützt, um die Mehrheit auch ein bisschen ja, im Zaume zu halten. Ja, das Selbstbestimmungsgesetz, wunderbare Sache, passt zu dieser Meldung, wie ich finde. Und Frauen meist oben ohne, so rum, im Schwimmbad. In Nordrhein-Westfalen bleibt das Bikini-Oberteil an. Ja, und aus dem Bikini dürfte da auch in relativ kurzer Zeit der dann viel zitierte Burkini werden, wenn die Dinge so weitergehen. Und ja, auch hier wunderbare Sache aus Berlin. Dort gibt es nun erste Maßnahmen für das Wohlbefinden, vor allem der Frauen. Hilferuf-App für zwei Freibäder. So soll sie funktionieren. Ja, was waren das für Zeiten, als man ja seine Nachmittage noch ohne Hilferuf-App in den Freibädern verbringen konnte? Natürlich, wir erinnern uns, äußerst dunkle Zeiten. So, und während hier die Schwimmbänder mehr und mehr zu No-Gos, No-Go-Areas werden, unterfinanziert sind, macht die Tagesschau darauf aufmerksam, wie man am besten Geld aus Deutschland ins Ausland transferiert, wie MoneyGram und Co. funktionieren. Wer nach Deutschland einwandert, unterstützt oft weiter die Familie im Ausland. Das ist für Anbieter von Geldtransfersystemen ein lukratives Geschäft. Dabei treffen die höheren Gebühren ausgerechnet die Menschen, die sowieso kaum Geld haben. Ja, finanziert alles mit den Steuergeldern aus den entsprechenden Territorien. Und ja, dort sieht es weiterhin finanziell durchaus düster aus. Es ist nah an der Belastungsgrenze, was hier passiert. Kommunen finanziell überfordert. Seit Monaten sehen sich Städte und Gemeinden bei der Unterbringung von Flüchtlingen an der Belastungsgrenze. Der Landkreistag fordert deshalb, dass Geflüchtete aus der Ukraine nicht automatisch Bürgergeld bekommen. Ich weiß teilweise gar nicht mehr, was man zu diesen Dingen überhaupt noch sagen kann. Es liegt so offensichtlich vor aller Augen, dass man sich ja schon bewusst wegdrehen muss, um hier nicht die Missstände vor den Latz zu bekommen. Und das kann man jetzt nicht mehr formulieren. Das Problem ist, wenn man sich in Deutschland in diesen Tagen vor einem Problem wegdreht, ist in der anderen Richtung schon das nächste Problem. Also was wir hier allgemein konstatieren können, ist, dass Land unter ist und das wirklich auf allen Ebenen. So, damit nochmal ganz kurz zurück zur Wirtschaft. Gastronomie kämpft mit Mehrwertsteuer, jetzt bleiben die Gäste aus. Hat man sich überlegt, dass Steuererhöhungen oft dazu führen, dass weniger Steuern eingenommen werden, weil die Menschen einfach nicht mehr konsumieren. Ja, und ganz nebenbei macht man auch noch den Mittelstand kaputt, aber eventuell auch das ein Thema. Und diejenigen, die noch einen Job haben, diejenigen, die noch arbeiten können, wollen und dürfen, sollen das ab jetzt länger machen. Streit über längeres Arbeiten bis 72. Macht nur weiter so, kann ich da nur laut zurufen. Blicken auf den besten Wirtschaftsstandard aller Zeiten, wo Deutschland nach einem Jahr ohne Atomkraft steht. Entschuldigung. Hier heißt es, Heizschock für Millionen Deutsche droht. Erste Großstadt will Gasnetz stilllegen. Millionen Deutsche heizen mit Gas. Müssen sie viel früher als bislang bekannt den teuren Umstieg bezahlen. Hier geht es um Augsburg und ein Blick nach Oranienburg deutet an, dass es eventuell ein flächendeckendes Problem werden könnte. Plötzlich schlägt Bürgermeister Alarm, geht Deutschlands erste Stadt der Strom aus. Ja, so viel dazu, wo man denn hier nach zwei Jahren
Ampelwirtschaftspolitik so steht. Ja, wunderbarer Vorschlag hier von Verkehrsminister Wissing. Er möchte Fahrverbote ins Spiel bringen. Ja, am besten, ja, nicht nur am Wochenende, sondern eigentlich bietet es sich doch an, die Autos komplett zu verbieten. Ja, auch super für den Klimawandel. Die Wirtschaft, ja, und Industrie wandert sowieso ab. Also, was soll's? Dazu passend, glaube ich, eine Meldung erneut von der Bild. 500.000 Euro Schaden. E-Auto fackelte unser Haus ab. Nein, hier hat man nicht zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja, absurd, was hier weiterhin vor sich geht. Ja, wo wir bei den Absurditäten sind, blicken wir ja leider, leider auf die andere Form der Einzelfälle. Rad-Olympiasiegerin Vogel erlitt Lungenembolie und kämpfte um ihr Leben. Ja, es ist Blutgerinnsel wie fette Regenwürmer. Mit da, was das etwas zu tun haben kann, deutet sich ja durchaus seit Jahren an. Anwalt veröffentlicht die 45 gefährlichsten Chargenummer der mRNA-Impfung. Ja, war doch was dran an den Aussagen der slowenischen Krankenschwester damals, die hier klar definiert hat, dass es unterschiedlich gefährliche Chargen gibt. Böse Zungen behaupten ja, dass in den allermeisten Chargen aufgrund gewisser Produktionsschwierigkeiten sowieso nur ja, Kochsalzlösung oder was auch immer verkauft wurde. Ja, diejenigen, die hier sozusagen das Falsche bekommen haben, dürfen sich eventuell am Ende des Tages sogar noch bedanken. Und ja, auch das völlig überraschend. Viel mehr Pflegefälle heißt es hier. Im vergangenen Jahr hat der GKV-Spitzenverband rund 361.000 neue Pflegefälle registriert. Viel mehr als sonst. Die Ursache dieser Entwicklung ist noch nicht geklärt. Ja, Beiträge könnten allerdings steigen. Ja, so ganz, ganz langsam kann man sich hier auch nicht mehr richtig vor der Realität flüchten. Und passt sie, glaube ich, ganz gut zum Thema Pflegefall. Wilde Gerüchte um Great Reset-Autor Klaus Schwab. Der Hashtag Klaus Schwab trendet auf X. Es kursiert die Behauptung, der Gründer des World Economic Forums sei sehr krank. Das WEF widerspricht. Ja, jeder, der Klaus Schwab als einen kranken Menschen beschreiben würde, ja, hat hier natürlich völlig Unrecht. Mal wieder. Alles Schwurbelei. Bitte, bitte glauben Sie nichts, und zwar gar nichts, was in den sozialen Medien verbreitet wird. So, die Berliner Zeitung titelt hier: Die RKI-Files sind das Bundesverdienstkreuz wert. Die Macher des Magazins Multipolar sollten für ihre Verdienste um die Kontrolle der Regierung offiziell geehrt werden. Ein offener Brief an den Bundespräsidenten. Die Berliner Zeitung macht sich hier mehr und mehr, wie ich finde. Allerdings wurde jetzt der Gerichtstermin zur Entschwärzung der RKI-Protokolle verschoben. Der Verhandlungstermin ist erst im Juli, schön während der Europameisterschaft. Am besten, da kriegen es die Menschen dann am wenigsten mit. Nun gut, ja, die SPD schlägt vor, wie eine Kommission zur Corona-Aufarbeitung aussehen soll, nämlich gar nicht. Hier hat es ja, wie heißt der Bhakti, erst gesagt, es gibt nichts mehr aufzuarbeiten, die Dinge sind bekannt. Es wird Zeit, dass hier ja, Konsequenzen eintreten und ja, gewisse, ich kann hier fast gar nicht Mittäter sagen, wäre ja fast schon ein strafrechtlicher Aspekt, aber ja, wir wissen alle, dass der Hashtag "Wir haben mitgemacht" nicht umsonst entstanden ist. Und die große Frage ist, wo fängt man hier an, wenn es um eine tatsächliche Frage nach den Schuldigen geht? Da mögen viele, viele die Politik und so weiter hier die Pharmakonzerne ernennen. Allerdings ja, kann man das, ich meine, durch die gesamte Gesellschaft hinterfragen, wer hier wie agiert hat. Aber ja, wie gesagt, ich bin niemand, der nach Rache schreit. Ich denke, die Menschen, sollten sie noch einen Zugang zu ihrer Seele haben, werden des Nachts durchaus ihre Gedanken ja, mit sich tragen, und am Ende des Tages wird es Gott sein, der hier ja, die letzte Instanz wohl darstellt. Nichtsdestotrotz denke ich, dass auch auf einer, ja, irdischen Ebene noch das ein oder andere Urteil gefällt werden dürfte. So, hier heißt es ja, vom Kurier aus Österreich: Corona-Maßnahmen, SPD-Politiker regt Amnestie für Verstöße gegen Regeln an.
Ja, sehr gute Sache. Wir verzeihen denjenigen, die damals ohne Maske rumgelaufen sind, die vielleicht das Ausgangsverbot nicht beachtet haben oder sogar vielleicht ungetestet in die Kneipe gegangen sind. Auf der anderen Seite können wir dann auch denen verzeihen, die für diese ganzen Maßnahmen verantwortlich waren. Ja, wir erinnern uns, es wurden auf beiden Seiten natürlich die Fehler gemacht. Sie winden sich. Und dazu noch ein Artikel aus der Presse, ebenfalls aus Österreich. Post-Covid-Fragen. Wie hoch war das Risiko, wird hier gefragt. Auch 4 Jahre danach erhebt sich die Frage, welche Kräfte die Politik veranlasst haben, ein Virus zur Massenseuche zu erklären. Ja, es brodelt auch im Mainstream und das nicht nur in Deutschland. So, Jens Spahn erinnert sich ebenfalls. Der wird mir langsam richtig sympathisch. Muss ich so sagen. Warnung und Appell heißt es hier. Spahn hat rückblickend Zweifel an einigen Corona-Maßnahmen. Die Zeit von Jens Spahn als Gesundheitsminister ist geprägt von der Corona-Pandemie. Er steht im Fokus, was Erfolge der Pandemiebekämpfung, aber auch was Verwerfungen und Fehlentscheidungen angeht. Nun erklärt er, welche Maßnahmen man mit dem Wissen von heute mit mehr Vorsicht ergreifen würde. Ich glaube, Jens Spahn hat so ganz, ganz langsam kapiert, um was es hier für ihn tatsächlich geht. Und er versucht ebenfalls hier, ja, schon mal vorgreifend. Ja, ich will nicht sagen, sich zu entschuldigen, kann man natürlich nicht machen, aber das Ganze ein bisschen zu relativieren, in der Hoffnung, dass die Menschen, und diese Hoffnung ist ja nicht unbedingt unbegründet, sehr, sehr schnell vergessen. Ja, der große Vorteil von Jens Spahn ist natürlich, dass er einen Karl Lauterbach hat, der ihm gefolgt ist und ja, er damit nicht mehr der alleinige Übeltäter hier wohl ist. Alles natürlich, ja, Hashtag Satire. Spahn warnt vor, jetzt passt auf, Querdenkergerichtshof. Nein, er meint keine Militärgerichtshöfe. Ja, er warnt vor einem Querdenkergerichtshof zu Corona-Maßnahmen. Der ehemalige Bundesgesundheitsminister Spahn hat die zu seiner Zeit verhängten Corona-Maßnahmen verteidigt, aber auch eine breite Diskussion angeregt. Ja, jetzt, wo das Kiffen erlaubt ist, ist es ja für jedermann machbar, bereit zu diskutieren. Egal. Und ja, ein Querdenkergerichtshof ist natürlich das, was man hier ja, in gewissen Führungsetagen unbedingt verhindern möchte. Ein Blick nach Bayern. CSU lehnt politische Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen ab. Wieso auch? Wir leben ja alle noch, zumindest die, die noch leben. Und ja, eine weitere Meldung hier aus dem Freistaat. Kein Anlass. Die Staatsregierung gibt Corona-Akten nicht heraus. Die SPD im Landtag fordert eine politische Aufarbeitung der Corona-Pandemie. Die bayerische Staatsregierung sieht dafür jedoch keinen Anlass und betont, Schulschließungen seien verhältnismäßig gewesen. Nur um das nochmal klarzustellen, hier gibt es nichts, aber auch gar nichts zu bekritteln. Ja. So, dann kommen wir aus den ja, Regionen zur großen, großen Politik. In Brüssel, Pfizer-Nachrichten. Ermittlungen gegen von der Leyen erreichen den Bundestag. Politiker mit der Opposition im Bundestag fordern die Mitwirkung Deutschlands bei den Ermittlungen gegen Ursula von der Leyen. Ja, wie gesagt, demokratisch gewählt weiterhin, wird jetzt bald wiedergewählt werden, wahrscheinlich, wenn es so läuft, wie es laufen soll. Allerdings gibt es da Gerüchte. Streng geheim, so geheim, dass es mal wieder in der Bild steht. Das Tuschelthema in Brüssel. EU-Chefin von der Leyen droht der Putsch. Ja, eventuell wird sie eine der ersten sein, die hier gewisse Verantwortlichkeiten über sich ergehen lassen muss. Wird man alles sehen. Es kommt ganz, ganz langsam in Bewegung. AstraZeneca muss nun zum Beispiel Informationen zu Impfstoff freigeben. Prozess zu Corona. Impfschäden heißt es hier. Ja, der Maskenskandal kostet dieses Jahr weitere 534 Millionen Euro. Der Steuerzahlerbund ist fassungslos, dass der Steuerzahlerbund überhaupt noch irgendwas hier ja, fassungslos aufnimmt. Macht nicht fassungslos. Inzwischen sollte man es doch gemerkt haben, wie hier die Dinge laufen mit deutschen Steuergeldern und was hier die Grundprämisse ist. Hauptsache, ja, ihr wisst schon, wer es nicht haben soll. So, ein Wort zur WHO. Ein Beamter gibt nun zu, dass Impfausweise eventuell ein Betrug gewesen wären.
Wer hätte es gedacht? Und ja, Schwamm drüber. Lassen wir mal Corona Corona sein. Wir haben ein neues Problem. Und zwar ist der H5N1 Vogelgrippe am Strang nun von Hühnern über Kühe auf Menschen übergesprungen, haben wir schon gehört. Und ja, Erreger werden nun in Milch, in Kuhmilch gefunden. Auch hier ja, ein Schelm, der Böses denkt und hier ein Versuch von globalen Eliten vermutet, Eier und Milch, eventuell noch die, eventuell die gesündesten tierischen Nahrungsmittel zu verbieten, beziehungsweise zumindest mal weniger populär zu machen. Wie gesagt, wäre mal wieder eine Verschwörungstheorie. Und ja, wo wir bei den Verschwörungstheoretikern sind, es gibt einen gewissen Aaron Rodgers, hat man schon mal, ein Quarterback aus der NFL Football. Und er behauptet hier, dass HIV bzw. AIDS, also die Pandemie von HIV in den 80er Jahren, durch die Bundesregierung in den Vereinigten Staaten, also die Regierung der Vereinigten Staaten, kreiert wurde und der Immunologe Dr. Anthony Fauci hier ein Mitverantwortlicher gewesen ist. Das hören wir natürlich hier zum ersten Mal, dass Anthony Fauci bereits in den 80er Jahren federführend bei der ja, Populärmachung von AIDS mitgewirkt hat. Ja, hier heißt es dann, der Blueprint, also die Blaupause, wurde bereits in den 1980er Jahren gemacht. Ja, die Dinge werden mehr und mehr ausgesprochen. Willkommen zu Dr. Fauci. Corona-Enthüllung in den USA. Behörden wussten schon 2018 Bescheid. Etliche US-Bundesbehörden wurden bereits 2018 über ein Projekt zur Schaffung eines Covid-ähnlichen Virus in Wuhan informiert. Dies wurde bis jetzt verschwiegen. Zentrale Figur des Skandals ist Präsidentenberater, ja, Anthony Fauci. Und ja, so könnte man weitermachen. Hier titelt die Epoch Times: Die USA finanzierte Experimente könnten heimliche Virenmanipulation ermöglicht haben. Laut neu bekannt gewordenen E-Mails wusste das FBI im Jahr 2020, dass die von Dr. Anthony Fauci begleitete Behörde in China riskante Experimente mit Viren finanzierte. Dabei sollen Coronaviren manipuliert worden sein, ohne Spuren zu hinterlassen. Und da gab es jetzt auch eine E-Mail hier von unserem Freund Paul Deszczek, der darauf hingewiesen hat, dass mehrere tausend Proben bereit sind, ja, global ausgeliefert zu werden. So, die CDC ist sich weiterhin Gott sei Dank sicher, dass Covid-Impfungen nichts mit tödlichen Herzproblemen bei jungen Erwachsenen zu tun haben. Und ja, auch wir hier vertrauen ja weiterhin der Wissenschaft. Und wenn die CDC, also die Seuchenbehörde der USA, dir sagt, vergleichbar mit den RKI, mit der RKI, also dem Robert-Koch-Institut in Deutschland, dann glauben wir das natürlich. Allerdings, ja, wird dieser Glaube auch hier immer, immer brüchiger. Wir haben einen US-Abgeordneten, Rand Paul, ein Senator, Entschuldigung. Und der hat hier in den letzten Tagen für Aufsehen gesorgt. Hier heißt es, bei Fox News die große Covid-Verschwörung oder Vertuschung, schockierende Wahrheit über Wuhan und 15 Bundesbehörden. Ja, Schande über alle Bundesangestellten, die diese Fakten über Covid-19 ja, vertuscht haben sollen. Und der hier heißt es von Rand Paul, ein tapferer Marine-Lieutenant ist vorgetreten und hat angegeben, dass 15 US-Behörden gewusst haben, dass Covid-19 im Jahr 2018 in einem Labor kreiert wurde und haben es allerdings ja, vor der amerikanischen Öffentlichkeit geheim gehalten. Also auch hier könnte man weitermachen. Die Dinge kommen mehr und mehr ans Licht und ja, eine Aufarbeitung ist von Tag 1 der Corona-Pandemie geschehen, vor allem durch alternative Aufklärer. Und alles, was man nun tun muss, ist das Ganze eigentlich entsprechend zusammenzufassen und ja, einer tatsächlich vertrauenswürdigen Gerichtsbarkeit zu übergeben. Ja, und hier nochmal Rand Paul. Er ja, stimmt nun dafür, dass Dr. Anthony Fauci geheime Reisen zur CIA
vor Covid-19 untersucht werden sollten. Und er freut sich auf eine mögliche Trump-Präsidentschaft, um die Bundesbehörden verantwortlich zu machen für die Vertuschung während der Pandemie. Und war es nicht sogar Anthony Fauci, der hier süffisant, ja, kurz nach Beginn der Trump-Präsidentschaft, ich weiß nicht, was 2017, was 2018, gesagt hat, dass Trump ja mit einer überraschenden Pandemie zu rechnen haben wird. Also, die Dinge liegen auf dem Tisch und müssen eigentlich nur noch ausgespielt werden. Und ja, hier von Rand Paul die neu entdeckten E-Mails der Chef von EcoHealth Alliance, Peter Daszak. Wir haben 15.000 Proben in der Kühlschränken in Wuhan. Und ja, das lässt sich eben hier relativ gut auch nachvollziehen. Hier sind diese E-Mails vergleichbar mit den deutschen RKI-Files. Aber auch das für diejenigen, die sich ja von angesprochenen Tag 1 mit den Dingen beschäftigt haben. Auch nichts Neues mehr. Der Name Peter Daszak sollte ein Begriff sein. Ja, und dann wird Rand Paul gefragt, wie man denn mit Leuten wie Anthony Fauci umgehen soll. Laura Ingraham fragt ihn hier, was sollten die Konsequenzen für Anthony Fauci sein? Und Rand Paul ist sich da sicher Gefängnis. Also auch er ist der Meinung, dass hier die Handschellen klicken sollten. Nun gut, schauen wir mal. So, zurück nach Deutschland. Auch Lauterbach wünscht sich harte Urteile. Allerdings geht es hier nicht um die Corona-Aufarbeitung, sondern um den Prozess um eine geplante Entführung. Mutmaßliche Mitglieder der Gruppe Vereinte Patrioten planen, Gesundheitsminister Lauterbach zu entführen und mit diesem Schachzug die Regierung zu stürzen, wie auch immer das gelingen hätte sollen. Dazu kommt es nicht. Beim Waffenkauf werden sie von einem verdeckten Ermittler überführt. Nun stehen sie vor Gericht. Dass das Ganze ein bisschen der Anschein macht, dass es gar nicht, ja, egal. Macht euch euer eigenes Bild, ich denke. Da muss man sich nicht den Kopf zerbrechen, wie es gelaufen ist. Und ja, lieber Karl, wenn du hier harte Urteile bekommst, darfst du eventuell auch davon ausgehen, dass in zukünftigen Angelegenheiten ebenfalls harte Urteile gesprochen werden. Und ja, wir bleiben noch ein bisschen bei Lauterbach. Er will per Gesetz den Herztod besiegen. Bis zu 90% der Herzerkrankungen könnten verhindert werden. Diagnose im Kindesalter, Check-up für alle bis ab 25. Ja, für den einen oder anderen Betrachter der Dinge durchaus eine zynische Aussage, die hier kommt, aber sei mal dahingestellt. Wir schauen es uns weiter an. So, denn, und das muss man im Großen und Ganzen ja sagen, die Deutschen stellen der Corona-Politik ein gutes Zeugnis aus. Maskenpflicht, Impfungen, Ausgangssperren. Während der Corona-Pandemie vergeht kaum ein Tag ohne Diskussionen über den richtigen Weg zur Eindämmung von Covid-19. Im Rückblick zeigt sich die Mehrheit laut dem RTL-NTV-Trendbarometer zufrieden mit den getroffenen Maßnahmen. Ja, doch es gibt Ausnahmen, aber das lesen wir hier oben, sind nur zwei. Eventuell hätte man mit den Querdenkern ein bisschen härter umgehen können. Aber ja, man ist ja auch als Regierung niemals perfekt. So, dann blicken wir nach Japan, Deutschland, Japan. Da war was. Ihr wisst, Zweiter Weltkrieg und so weiter, das ist nicht das Thema. Wie heißt es? Eine massive Demonstration bricht oder ja, massive Proteste brechen in Japan aus gegen den Pandemievertrag der WHO und auch hier ist Japan voraus. Eine Gruppe von Japanern verklagt die Regierung wegen des Fehlens von Informationen über Risiken der Covid-Impfung. Also ihr merkt auch hier weltweit im Großen und Ganzen stets die gleichen Themen, was uns natürlich mal wieder zum globalen Erwachen führt. Und ja, Thema habe ich jetzt hier noch reingenommen. Kennedy Junior, derjenige, der ist die Blockchain. Egal, wurscht. Also, John F. Kennedy Junior bestätigt die Existenz von amerikanischen Biolaboren in der Ukraine. Victoria Nuland hat ja Ähnliches getan und auch hier können wir uns wohl noch auf das große Finale der Geschichte freuen. Ihr wisst, wenn die Ukraine fällt, fällt der Westen. So, das heißt, ab in die Ukraine.
und den Besten retten. Deutsche Truppen in der Line of Fire, also an der Frontlinie. Die erste Verschiebung von deutschen Soldaten ins Ausland seit dem Zweiten Weltkrieg. Ja, soll natürlich nichts heißen. Bemerkenswert, dass es wieder Richtung Osten geht. Aber ja, dort sitzt ja auch der böse Putin und der muss daran gehindert werden, hier die Zivilisation zu zerstören. So, auch hier muss man sagen, dass man seitens der deutschen Regierung sich natürlich Sorgen um die Gesundheit der Armee macht. Die Bundesregierung hält an vorgeschriebener Corona-Impfung für Soldaten fest. Ja, wir schreiben das Jahr 2024. Hier gibt es weiterhin nichts zu sehen. So, wir schreiben hier Geschichte. Brigade bricht nach Litauen auf. Wenn man sich ein Geschichtsbuch anschaut, so mal die letzten 100 Jahre zurückverfolgt, kann man eventuell feststellen, dass es nicht immer gut und vorteilhaft war, wenn man in diesen Geschichtsbüchern auftaucht. Aber eventuell stellen wir das hier im Verteidigungsministerium bei Boris Pistorius auch noch zugegebener Zeit fest. Und ja, auch Habeck war im Osten unterwegs, in Kiew. Ukraine braucht möglichst schnell möglichst viele Waffen. Auch das ist eine Aussage aus dem Jahr 2024, hören wir jetzt seit 2 Jahren. Und ja, die NATO hat aber so ganz, ganz langsam nichts mehr. Es ist auch noch hier Israel zu unterstützen und so weiter und so fort. Also langsam wird es schwierig mit der Unterstützung. Es muss aber unbedingt sein, wie gesagt, wenn der Westen möchte, dass er noch weiter überlebt, muss die Ukraine unbedingt diesen Konflikt gewinnen. So, Experte hofft durch US-Paket auf neuen HIMARS-Effekt, warnt aber auch, ja, das ist jetzt hier ein bisschen aktualisiert worden, hieß, wenn ich mich richtig erinnere, dass Deutschland weiter auch Patriot-Abwehrraketen liefert, auch wenn man selbst ausrüstungstechnisch eventuell ein bisschen auf dem Zahnfleisch geht inzwischen. Ja, und hier heißt es 99.991.691.000 Euro schon weg. Sondervermögen der Bundeswehr fast aufgebraucht. Sondervermögen, ja, etwas beschönigend für die allgemeine Geldmengenausweitung, die da wohl wieder beschlossen wurde. Alles weg, wo das gelandet ist, kann man sich inzwischen auch denken, die Ukraine gibt da weiterhin Vollgas in mehreren Ebenen. Egal. So, der Held der deutschen Luftwaffe, der Mann, der sich hier Diskutieren über Angriff auf Russland erwischen lassen hat, Igor Gerhardt, Technik, teils museumsreif. Luftwaffeninspekteur will moderne Kampfjetflotte. Der Russe wird sich freuen. Der hat ja wohl, wo wir da gerade bei den Museen sind, bereits schon eine ganz besondere Sammlung westlicher Waffen zusammengestellt. Alles, was man da so in den letzten 2 Jahren sammeln konnte. So, hier heißt es, Reform bei der Bundeswehr. Pistorius opfert bürokratischen Doppelkopf. Verteidigungsminister Pistorius und Generalinspektor Breuer gehen einen Schritt weiter Richtung Kriegstüchtigkeit. Ihre Reform der Bundeswehrstrukturen schafft grundlegende Veränderungen und stößt zugleich an ihre Grenzen. Ja, Kriegstüchtigkeit. Ich denke, das Wort sollte man sich mal hier allgemein durch den Kopf gehen lassen. Ja, und dann heißt es hier, militärische Großübung Quadriga. Es wird lauter und voller auf den Straßen. Wir spielen wieder Krieg. Wie lange das dauern wird, werden wir sehen, wenn es dann tatsächlich zur militärischen Eskalation kommt, wird es 2-3 Tage dauern, Aussagen von Militärexperten, nicht von mir. Und ja, die FDP hat es eventuell ebenfalls schon verstanden. Im Verteidigungsfall bricht Chaos in Deutschland aus. Ist ja nicht so, dass wir jetzt schon ein gewisses Chaos hätten. Dafür bräuchte es tatsächlich erst die militärische Eskalation. So, ein Blick nach Russland, wo man nun eine Untersuchung wegen Terrorfinanzierung gegen westliche Länder angestoßen hat. Putin hat sich ja auch geäußert, muss ich hier nicht alles transportieren, aber man solle sich im Westen wohl darauf vorbereiten, dass die Ukraine relativ bald kapitulieren würde. Hören wir allerdings auch schon seit längerem, also auch hier werden wir mal sehen. Und ja, man hat
jetzt einen neuen Partner gefunden. Argentinien hat wohl offiziell einen NATO-Beitritt beantragt, um ein globaler Partner der Allianz zu werden. Argentinien spielt da wirklich unter Milei ein ganz besonderes Spiel. In Südamerika geht es auch ein bisschen darum, den Sozialismus mal wieder ein bisschen zurückzudrängen und die andere Seite der Medaille zu präsentieren. Ab und zu kann man da nur noch den Kopf schütteln. So, dann wird in der Schweiz, ja, am 15. bzw. 16. Juni ein Ukraine-Friedensgipfel veranstaltet. Ihr könnt es euch schon denken, natürlich ohne die Teilnahme von Russland. Wieso auch mit einer der Kriegsparteien, Anführungszeichen, reden. Wir klären das unter uns. Putin kritisiert deshalb auch diesen geplanten Friedensgipfel. So, dann haben wir auch einen EU-Gipfel, völlig wichtig. Geburt eines Europas der Verteidigung. Am Freitag ist der zweitägige EU-Gipfel im französischen Versailles zu Ende gegangen. Die 27 Staats- und Regierungsspitzen beschlossen weitere Schritte, um den Folgen des Ukraine-Krieges zu begegnen und Europa neu aufzustellen. Vor allem in den Bereichen Energieversorgung und Verteidigung. Ihr merkt es schon. Russland gegenüber soll es neue Sanktionen geben. Die Ukraine bittet man unterdessen ins EU-Beitrittswartezimmer. Ja, alles wie gehabt. Wie gesagt, wir sind auf den letzten Metern. Und ja, bleiben wir doch bei der EU. Chatkontrolle. Verschlüsselte Messenger-Dienste sollen prioritär gescannt werden. Ja, die belgische Ratsspitze will durchgängig verschlüsselten und anonymen Online-Service ein hohes Risiko zuschreiben, was Aufdeckungsanordnung zur Folge hätte. Ja, hier geht es um das Aufdecken von Kinderpornografie. Und ja, das ist gerade die Belgier sind hier noch ja, ein zynisches Kirschlein auf der Torte. Ja, von der Chatkontrolle sollen vor allem durchgängig verschlüsselte Messenger-Dienste über WhatsApp, Signal und Threema betroffen sein. Dies geht aus jetzt geleakten Dokumenten der belgischen Ratspräsidentschaft hervor. Ja, der aktuelle Vorsitz der EU-Staaten will demnach die als sicher und datenschutzfreundlich geltenden Dienste als hochriskant einstufen. Gegen sie sollen dann Aufdeckungsanordnungen mit einer Dauer von bis zu 24 Monaten verhängt werden können. Während dieser Zeit müssten die Betreiber die Kommunikationsdaten Strafverfolgern zugänglich machen. Kürzere Durchsuchungsbefehle und andere weniger einschneidende Maßnahmen sollen verhängt werden können, wenn die Verschlüsselung nicht standardmäßig, sondern per Opt-in aktiviert wird. Denn dann sei es möglich, dass bestimmte Erkennungstechnologien für die Kommunikation zwischen Nutzern noch funktionierten. Also auch hier ganz klar natürlich nur zum Wohle der Kinder mal wieder soll die allgemeine ja, Datensicherheit der Bürger beschränkt werden. Und Ähnliches sehen wir auch in den USA, wo ebenfalls eventuell unter einem gewissen Vorwand nun TikTok verboten wird. Hier heißt es, das Repräsentantenhaus verabschiedet eine Gesetzgebung, die TikTok in den USA verbieten könnte. So ziemlich jeder amerikanische Hafen ist in chinesischer Hand. Viele, viele Industriezweige sind inzwischen in chinesischer Hand. Ein Präsident Biden lässt sich von den Chinesen schmieren, aber TikTok ist ganz, ganz böse, weil über TikTok natürlich auch in den USA inzwischen gewisse nicht ganz Mainstream-taugliche Wahrheiten verbreitet werden und das möchten wir so natürlich weiterhin nicht haben. Zurück zu ja, den Fragen des Kinderschutzes. Hier heißt es, ein dritter Angestellter der Disney Cruise Line wurde nun wegen Kinder Pornografie ja, behaftet. Und da haben wir wieder ja, die üblichen Meldungen aus den USA. Auch hier geht es weiter voran. Big Bang Theory Star Mayim Bialik sagt, man ist am Set leise, wenn es darum geht, dass hier gewisse Beschuldigungen nicht nur gegen Nickelodeon anzuführen sind, sondern das, was hier Nickelodeon vorgeworfen wird, nämlich Kinder systematisch missbraucht zu haben, beziehungsweise einen Rahmen dafür geboten zu haben, generell für ganz Hollywood wohl zutreffend ist. Und ja, wir kennen die Geschichte rund um P. Diddy und hier haben wir nun eine kontroverse TikTokerin, Kylie Marissa Wolf, die Hollywood ja, diesbezüglich offengelegt hat und sie ist nun ja, im Alter von 36 Jahren verstorben. Natürlich völlig zufällig hier. Und ja, neueste Person, die hier hochgespielt wird, ist die von
Bernie Sanders, hier heißt es. Bernie Sanders hat sich bislang nicht zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen der Vergewaltigung eines Kindes geäußert. Stattdessen wurde er beim Treffen mit Joe Biden gesehen, dem unangemessenes Verhalten gegenüber seiner eigenen Tochter vorgeworfen wird, und mit Alexandria Ocasio-Cortez, die die Vorwürfe rund um den Laptop von Hunter Biden zurückwies, der Berichten zufolge Beweise für kriminelle Aktivitäten mit Kindern enthält. Die Person, die diese Vorwürfe gegen Bernie Sanders erhoben hat, behauptet, Zeugin einer Erpressung gewesen zu sein, auf die Epstein-Insel gebracht worden zu sein und mehrere Flüge ähnlich dem Lolita Express mitgemacht zu haben. Ja, kann man, glaube ich, einfach so stehen lassen. Wie gesagt, bis jetzt alles Vorwürfe. Wir werden sehen, ob das noch weiter ja, vorangebracht wird. Hier geht es über Vorwürfe hinaus. Hier wird gefragt, wer ist Rahamin Rami Shai? Ein ehemaliger Berater von Obama oder von dem Weißen Haus unter Obama wurde nun in Großbritannien wegen ja, Kindesmissbrauchs verhaftet und angeklagt. Auch das wirft natürlich mal wieder ein ganz gewisses Licht auch auf ja, Obama. So, auch hier natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir Ablenkungen finden. Früher als später. Totale Eskalation steht bevor, eine harte Ansage. Die Gefahr einer Eskalation im Nahostkonflikt wird immer größer. Der Iran droht mit einem Angriff auf Israel. Die USA warnen eindringlich davor. Und nun kommen wir zu unserem ausgefallenen Weltkrieg mal wieder. Israel ist genau in diesen 2 Wochen passiert. Ja, irgendwie ging es da hin und her. Und heute stehen wir da und ja, immer noch keine totale Eskalation, wie es ja angedacht war. Ziemlich verworrene Geschichte. Ich gehe davon aus, dass im Hintergrund mal wieder à la 5D am Schach gewisse Dinge vorangebracht worden sind. Und was wir hier natürlich vor allem feststellen können, ist, dass die ehemaligen Mächtigen, also da vor allem die USA, aber auch Israel, wohl nicht mehr die ja, internationale Zustimmung haben und auch nicht mehr die interne Fähigkeit, hier irgendwelche Konflikte anzufeuern. Da geht es um ja, die Schlagkraft des Militärs, da geht es vor allem auch um finanzielle Aspekte. Böse Zungen behaupten ja weiterhin hartnäckig, dass die USA eigentlich pleite sind. Wir schauen es uns an kurz. Also, nach diesem Angriff der Israelis auf die iranische Botschaft im Libanon, Damaskus, in Syrien, Entschuldigung. Syrien, natürlich. Hat der Iran sich dazu entschlossen, einen Gegenschlag zu fahren? Ist kurz gedauert, waren ein paar Drohnen. Wie gesagt, da gibt es durchaus Berichte darüber, dass Israel eventuell sehr empfindlich getroffen wurde. Diese Berichte wurden natürlich nicht im Mainstream transportiert. Im Mainstream, ja, lief das alles ganz ruhig. Teheran warnt für Gegenschlag. Iran sieht alle Ziele erreicht. Keine Absicht für weitere Aktionen. Wo wir gerade im Iran sind, ganz kurz ein Thema, was ich anschneiden will. Heißt es von Bitcoin. Gibt es eine einzige verdammte Sache, die Bitcoin machen kann, die Apple Pay zum Beispiel nicht machen kann oder nicht 10-mal besser machen kann? Da kommt eine Antwort hier von Zia Sadr. Ich kann weder Apple Pay noch PayPal noch Visa oder Mastercard oder irgendwas in dieser Art nutzen, denn ich komme aus dem Iran. Ich kann allerdings Bitcoin nutzen. Was sagst du nun dazu? Also, eigentlich müssten all diese Menschen, die hier ja, im Westen ganz großspurig auf Menschenrechte pochen, Fans von Bitcoin sein. Denn das sehen wir nicht nur im Iran, das sehen wir bei Frauen aus Afghanistan, das sehen wir Menschen in Afrika, die keine Banken benutzen konnten, das nie konnten. 2 Milliarden Menschen geschätzt weltweit haben keinen Zugriff auf ja, diese Finanzinstitutionen, können sich auch kein Gold kaufen oder irgendwas, was sie tun können, um ihre finanziellen Werte zu schützen oder überhaupt erstmal aufzubauen, ist Bitcoin benutzen und sonst nichts. Aber das ist hier in etwas überheblichem Westen ja mal wieder noch nicht vollständig angekommen. Zurück zu diesem Konflikt. Geringe Schäden durch Irans Großangriff auf Israel. Also auch da ist man offiziell ganz zufrieden. Die Amerikaner wurden von den Iranern zuvor gewarnt, sich rauszuhalten. Wohl haben die Amerikaner hier ein bisschen mit ihrer
Verteidigung rumgespielt und die ein oder andere Drohne abgeschossen. Ja, die Iraner dürften wohl den einen oder anderen Eindruck bekommen haben, wie israelische Verteidigung funktioniert. Wie gesagt, jeder ist da zufrieden rausgegangen. Am Ende des Tages stellt es wohl für Israel das allergrößte Problem dar, da man sich mit einem, nicht nur mit einem Iran angelegt hat, sondern da wohl ja, inzwischen die BRIC-Staaten, Russland hat sich da sehr klar geäußert, aber auch die arabischen Staaten wohl eher in Richtung Iran orientieren. Und ja, Israel einfach seine Schlagkraft eingebüßt hat, vor allem politischer Natur. Ja, Iran sagt man, dass man die USA von einer limitierten Attacke auf Israel informiert hat. Alles scheint, als wenn das wirklich laut Drehbuch gelaufen war, wäre. Ja, Biden hat der Netanyahu relativ schnell klar gemacht, dass die USA genau gar nichts machen werden. Sollten die Israelis den Iran dann doch angreifen. Also, ja, der große Satan sozusagen. Der kleine Satan. Je nachdem, wer ist. helfen nicht mehr in einer Art und Weise zusammen, wie das vielleicht mal der Fall war. Was wir noch sehen, ist natürlich eine Belastung des internationalen Warenverkehrs. Erstens die Schiffindustrie oder die Containerschiffindustrie. Stimmt, mit der UN für eine militärische Präsenz in der Region, da hier ja, Meerengen sozusagen, also Sollbruchstellen, sage ich jetzt einfach mal, hier für Chaos sorgen. Wir haben hier den Suezkanal, wir haben hier die Straße von Mandeb und hier oben die Straße von Hormuz, die hier natürlich im Einflussbereich dieses Konflikts stehen, sowohl der Iran als auch Israel haben hier gewisse, wie soll ich sagen, Einflussmöglichkeiten. Und die Iraner, die Iraner ist gut, die Amerikaner haben hier natürlich auch ihre Basen verteilt. Und wer dann neu mit im Spiel ist, sind die Chinesen und meines Erachtens auch die Russen, die sich hier in Afrika inzwischen breit gemacht haben. Also ja, es scheint sich hier mehr und mehr ein globaler Konflikt anzudeuten, der allerdings in diesen Zeiten nicht mehr auf die übliche Art und Weise gelöst wird, sondern der wohl im Zeichen einer BRICS-Diplomatie stehen dürfte und weiter klar macht, dass die Amerikaner hier ihre Rolle als Weltpolizist inzwischen verloren haben. So, und ja, zu diesem Thema passt es hier auch ganz gut. Die Biden-Administration gibt bekannt, dass es Restriktionen für die 13 Millionen Acker von alaskischen Petroleumland gibt. Also die Amis beuten ihr eigenes Land nicht mehr aus, wenn es um Ölgewinnung gibt. Man hat ja die ganze strategische Reserve auch verbraucht und bettelt nun Länder wie Saudi-Arabien oder Venezuela an, um hier Öl zu halten. Kommen wir später noch drauf, dass diese Länder wohl nicht mehr unbedingt daran interessiert sind, mit den Amerikanern zu handeln und fast noch gravierender auch nicht mehr bereit sind, mit dem US-Dollar am Handel zu führen. Werden wir sehen. So, dann heißt es hier in einem Artikel aus dem Jahr 2023, Biden erlaubt dem Iran Zugriff zu weiteren 10 Milliarden ja, Steuergeld der Amerikaner. Also, ja, wenn man sich ein bisschen die Geschichte anschaut, dann sieht man auch, und das ist nicht nur bei Biden, sondern auch bei Obama zu beobachten, dass eventuell der ein oder andere sowohl Israel als auch den Iran unterstützt hat, ganz frei nach der alten Methode, sage ich mal. Und wo wir gerade bei Steuergeldern sind, heißt es, Ukraine bekommt ihre Milliarden, obwohl der CIA-Direktor hier ja, gewarnt hat, dass Zelensky aufhören soll, das Geld zu stehlen und hier, ja, die ukrainische Flagge wird im amerikanischen Parlament geschwenkt. Und da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Zuerst noch mal ein Wort zur Ukraine. Deutscher Investor wirft Ukraine Korruption vor. Oh nein, erinnert an dunkelste Zeiten. Janukowitsch, ja, welch Wunder. Die haben wir dann. Die Gelder, die jetzt ja, in die Ukraine
nach Israel und nach Taiwan fließen. Krieg zum Überleben des Imperiums wird uns alle treffen. 60,8 Milliarden Dollar für die Ukraine, 26,4 Milliarden Dollar für Israel, 8 Milliarden US-Dollar für Taiwan. Ja, fasst man hier relativ gut zusammen. Man ist auf den letzten Metern und verzweifelt hier, ja, die Dinge noch irgendwie unter Dach und Fach zu bringen. So, dann haben wir es hier. US-Repräsentanten aus billig neue Ukraine-Hilfen. Nach monatelanger Blockade haben wir es endlich geschafft. Und ja, dem Amerikaner wird mal wieder klar gemacht, wer hier an erster Stelle steht. Scholz sieht noch jahrelang Ukraine-Krieg und bittet Putin ein Gespräch an. Und ja, diesen jahrelangen Krieg erinnert den ein oder anderen sogar an eine Aussage von George Orwell. Ja, der Krieg muss nicht gewonnen werden. Der Krieg muss unendlich geführt werden. Und ja, eventuell darin durchaus ein Fünkchen Wahrheit enthalten. So, dann haben wir es hier nochmal. Ausländische Flaggen wehen in unserem Repräsentantenhaus, nachdem weitere 16 Milliarden US-Dollar für die Ukraine genehmigt wurden. Ja, und der ein oder andere Betrachter, in diesem Fall ist es Ketterath, spricht hier von Insurrection, also einem Aufstand bzw. einem politischen Putsch. Lasse ich einfach ebenfalls mal so stehen. So, auch Medvedev zeigt sich begeistert. Amerikanische Freaks. Putin-Verbündeter Medvedev wütet gegen US-Waffenhilfe für die Ukraine. Ob das jetzt tatsächlich dazu führen wird, dass der Krieg noch verlängert werden kann, wird man sich zeigen. Von der Ukraine blicken wir wieder auf die Unterstützung für Israel, die in den USA ebenfalls so ganz langsam kritisch gesehen wird. Man hat sich da wohl etwas herangezüchtet, was man nun nicht mehr kontrollieren kann. Und es ist ausgerechnet die Yale-Universität, an der jetzt Dutzende von pro-palästinensischen Demonstranten verhaftet wurden. Ihr wisst schon, Yale ist die Elite-Universität in den USA, wo Skull and Bones ihren Ursprung haben. Skeletons in the Closet. Und anscheinend hat man auch bei Skull and Bones nun das ein oder andere Problem mit Diversität und Gleichheit und Inklusion. Ich mache jetzt keine Witze über das, was man hier in Serbien bei seiner Einführung in diesen Geheimbund so machen muss und dass der ein oder andere da eventuell gewisse Probleme hat. Aber egal, wie gesagt, spielt alles keine Rolle, alles Verschwörungstheorien, die uns hier natürlich nicht interessieren. So, Verschwörungstheorien. Eine Sache, für die auch ein Donald Trump immer wieder gut ist und für viele Verschwörungstheoretiker nun überraschend, fordert Trump mehr Ukraine-Hilfen, nicht nur von den USA, sondern auch von Europa. Hier spielt er mal wieder den Chef-Troll. Überleben, auch für uns wichtig. Ja, Donald Trump hat sich bislang nicht als engagierter Unterstützer der Ukraine hervorgetan. Kurz vor der geplanten Abstimmung über neue Ukraine-Hilfen im US-Kongress veröffentlicht er ein Statement, das aufhorchen lässt. Mal wieder das übliche Verwirrspiel, das hier wohl gespielt wird. So, dazu schauen wir kurz nach Deutschland. Auch hier gibt es ja gewisse Fragen zu Unterstützung von sogenannten Schurkenstaaten. Darf man zum Iran noch Schurkenstaat sagen? Ich weiß gar nicht. Geschützt und gestärkt, so halfen Steinmeier, Merkel und Co. den Mullahs. Wer hätte es gedacht? Irans Regimeanhänger hierzulande bekämpfen, Feinde der Freiheit agieren offen unter uns. Nein, da ist natürlich nicht Olaf Scholz gemeint, sondern die Menschen, die hier sich natürlich gegen Israel und gegen die Demokratie aussprechen. Unter anderem ist da wohl die Bundestagsvize Özoguz genannt. Mega Empörung und Skandal-Tweet. Sie gab Israel Mitschuld am Iran-Angriff. Also wenn jetzt irgendwer überhaupt keine Schuld an irgendwelchen Angriffen von anderen Ländern ist, dann ist es wohl Israel. Ich hoffe, wir sind uns auch hier alle einig. Ja, und jemand, der da ebenfalls inzwischen zur Persona non grata geworden ist, in Deutschland zumindest, ist Didi Hallervorden, irritiert mit ihrem Anti-Israel-Gedicht. Auch mal wieder eine wunderbare Methode hier aufzuzeigen, was mit denjenigen passiert, die hier die allgemeine akzeptierte Meinung selbst nicht vertritt und es dann auch noch öffentlich äußert. So, ja, es ging dann weiter mit diesem Israel-Konflikt. Israel hat die Warnung Irans nicht akzeptiert und selber zurückgeschlagen. Und dann, das war dann ein paar Tage später,
Waren wir uns alle einig, jetzt ist es soweit, jetzt beginnt der Dritte Weltkrieg. Hier heißt es Israel, die Attacke von Israel auf den Iran ist genau das, wie der Dritte Weltkrieg aussieht. Ja, aber selbst hier war es mal wieder nichts. Sie tun mir fast schon ein bisschen leid. Hier heißt es Israel und der Iran spielen den israelischen Angriff herunter. Ja, die ruhigen Antworten auf diesen Vorfall könnten die Situation, die Spannungen beruhigen. Irgendwie wird's nichts. Irgendwie wird's nichts. Ja, in der Zwischenzeit hat der israelische Militärgeheimdienstchef mal seinen Posten geräumt. Ja, vor einem halben Jahr überraschte die Hamas Israel mit einer beispiellosen Attacke. Nun tritt Aharon Haliva, am Chef des israelischen Militärgeheimdienstes, deswegen zurück. Ja, lass mal so stehen. So. Wir bleiben allerdings noch in Israel, wo der Protest unter der Bevölkerung immer größer wird. Ja, es ist die israelische Wut erreicht neue Level. Die Protestanten glauben, dass sie die Hamas nicht verändern können, aber sie könnten eventuell ihre eigene Regierung verändern. Wie gesagt, Netanjahu sitzt ja seit Jahren im Sattel und ja, wir werden sehen, wie lange es sich doch hält. Auch dort gibt es wohl gewisse, ja, Vorwürfe, die ihn eventuell das ein oder andere härtere Urteil versprechen könnten. So, wir sind gerade beim Protestieren. Die Brasilianer stehen auf, konservative Brasilianer loben Elon Musk auf einer Demonstration, in der der ehemalige Präsident Bolsonaro unterstützt wird, also auch an der Copacabana so rum. Geht's ab. Und ja, ein Bild noch aus Kolumbien. Hier heißt es, schauen Sie sich an, was gerade in Kolumbien los ist. Auch hier geht es gegen die sozialistische Regierung, das Regime. Ja, ohne Ex hätten wir das so nie erfahren. Ja, zurück nach Israel. Ihr seht, Land unter, auch hier Zeit, ein paar rote Kühe zu schlachten. Ihr wisst von dieser Endzeit-Idee, die ja nicht nur von Juden, sondern auch vom einen oder anderen radikalen Christen durchaus befürwortet wird, um das Eschaton herbeizuführen. Und das Ganze wirkt mehr und mehr als ein Versuch, hier wirklich in die letzten Tage zu gehen. Hier heißt es, Israel wird die rituelle Opferung der roten Fersen, Kälber durchführen, die sich derzeit im Land befinden, stammen aus Texas. Hier heißt es, heilige Kuh, ein rotes Kalb. Also, die Opferung von roten Kälbern sollen den dritten Tempel, den Bau des dritten Tempels auslösen. An der Stelle der Al-Aqsa-Moschee, das wird natürlich wieder gewisse Spannungen auslösen zwischen Juden und Christen im Heiligen Land, im sogenannten. Die Juden bereiten sich darauf vor, hier rote Kälber zu schlachten. Das Ganze bei der Al-Aqsa-Moschee, um die Prophezeiung zu erfüllen. Und ja, man hat dann auch eine Pressekonferenz gehalten. Also das Ganze soll jetzt diese Tage passiert sein. Ich weiß gar nicht, ob es schon starten gegangen ist. Und ja, man ist sich sicher, wir leben in Endzeiten und möchten das Ganze nun auch entsprechend zu Ende bringen. Ja, es ist Palästinenser warnen davor, dass Juden und christliche Zionisten hier einen Plot, eine Verschwörung begehen und damit die Al-Aqsa-Moschee bedrohen. Und das Ganze startet eben mit diesem roten Kalb aus Texas, haben wir extra einfliegen lassen. Und ja, hier kommt sogar eine Aussage von einem Sprecher der Hamas. Die Attacken am 7. Oktober wurden ja, begangen, um die ja, rituelle Ermordung dieser roten Kälber zu stoppen. Also scheint durchaus ein etwas größeres Thema zu sein. Und ja, wenn hier Juden und Islamis aufeinander gehetzt werden, dann erinnert es immer wieder an ja, diesen berühmten Brief von Albert Pike an Mazzini am 15. August 1871, immer wieder dieses Jahr 1871 geschrieben. Und hier heißt es, ja, der dritte Weltkrieg muss beginnen, indem man die Vorteile der Differenzen nutzt, die zwischen den politischen Zionisten und den Führern der islamischen Welt bestehen. Also,
Eventuell auch das hier von langer Hand geplant, würden natürlich Verschwörungstheoretiker behaupten. Es ist ja noch nicht mal klar, ob dieser Brief von Oliver Pike an Mazzini, damals ja einer der Verantwortlichen in Italien, überhaupt so jemals geschrieben wurde. Also kommen wir alle wieder runter. Alles gut. Hier gibt es weiterhin nichts zu sehen. Ja, und wie der New Yorker bereits im Jahr 1998 geschrieben hat über dieses rote Kalb hier. Ja, Crossing the End. Also, wir bringen es zu Ende. Ein Brief aus Jerusalem. So, ihr kennt mich, für mich das alles natürlich durchaus mit einer gewissen Substanz verbunden. Allerdings gehe ich nicht davon aus, dass wir hier tatsächlich jetzt den Untergang der Welt aufgrund ein paar an roter Kühe sehen. Und ähnlich sieht es eventuell sogar die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wir wundern uns, das goldene Zeitalter der amerikanischen Juden geht zu Ende, heißt es hier. Juden streiten über Zionismus. Die dürfen natürlich nur Juden darüber streiten, alle anderen dürfen das natürlich so nicht. So, ja, damit bleiben wir doch in den USA. Und ja, heißt es, Biden sagt, dass kleine Kinder ihm ständig den Mittelfinger zeigen. Ja, er ist einfach unverwechselbar. Das Weiße Haus hat nun bekannt gegeben, man soll keine Witze darüber machen, dass Biden hier behauptet hat, dass Kannibalen seinen Onkel gefressen haben. Ja, tatsächlich steht sogar auf NTV, Biden tischt Publikum Kannibalenlegende auf. Wurde sein Onkel verspeist? Es wird immer besser. Das kann sich tatsächlich niemand mehr ausdenken. Ja, die Kennedy-Familie stellt sich nun hinter Biden, um ihre Kraft oder ihre Kraft gegen ihr Mitglied Robert F. Kennedy Jr. zu bündeln. Ja, hier sind Biden posiert mit Dutzenden der Kennedy-Family am St. Patrick's Day und ja, wirft natürlich gewisse Fragen auf, wie hier. Ach ja, stellt euch die Fragen einfach selber. So, zurück zu Sleepy Joe. Sein ehemaliger Stenograf hat nun ein Buch veröffentlicht, das, in dem argumentiert wird, dass Biden ja, das Amt ist enthoben und ins Gefängnis gesperrt werden soll. Auch das natürlich gewisse Forderungen, die wir heute schon das ein oder andere Mal bezüglich anderen Personen gehört haben. Wir blicken auf Donald Trump, der irgendwie nur noch vor Gericht sitzt, so wirkt es. In diesem Fall geht es um Stormy Daniels, das Mädchen mit den großen Brüsten sozusagen. Historischer Prozess, Richter droht Trump mit U-Haft. Ja, jetzt wird es ernst für Donald Trump, der Schweigegeldprozess gegen den ehemaligen, vielleicht bald wieder Präsidenten. Danke, Bild. Der USA hat begonnen. Ja, im Großen und Ganzen geht es hier wohl um eine weitere Vorführung, wenn Trump verurteilt wird, wenn Trump seine Immunität verliert. Gilt das natürlich auch für alle anderen Präsidenten, aber ich denke auch, das ist inzwischen schon ein alter Hut. Und auch hier gibt es immer wieder Enttäuschungen für diejenigen, die Trump unbedingt im Gefängnis sehen möchten. Seine 175 Millionen Dollar Kaution soll weiterhin gültig sein. Ja, dann hat der Senat auch und auch Joe Biden weiterhin das FISA-Gesetz verlängert, was auch immer das in Zukunft zu bedeuten hat. Es kommt mehr und mehr über die Einmischung staatlicher Behörden beim Aufstand am 6. Januar heraus. Ja, es ist ein Mitglied der Nationalgarde sagt, dass sie bereit gewesen wären, am 6. Januar einzugreifen, noch bevor es hier zu irgendwelchen Ausschreitungen gekommen ist. Also gab es da wohl schon gewisse, ja, Anzeichen, ich sag's mal so. So, dann hatten wir noch die Sonnenfinsternis. Bei Google-Suchanfragen: US-Amerikaner klagen nach Sonnenfinsternis über Augenschmerzen. Klassiker, ich sag's mal so. Nun gut, und dazu spare ich mir jetzt wirklich seit der letzten Sendung einen Tweet auf. Ach komm, gleich zuerst blick mal auf Tucker Carlson und Elon Musk. Elon Musk weist Tucker Carlsons virale Alien-Verschwörungstheorie zurück. Tucker Carlson behauptet, dass es eine Lüge sei, dass Aliens vom Mars kommen, da es keinerlei Beweise gibt, dass sie von einem anderen Planeten kommen.
bezweifelt Tucker Carlson hier andere Planeten? Ich hoffe doch nicht. Also es gibt keine Beweise, es hat niemals irgendwelche Beweise gegeben, dass hier viele von diesen Objekten gewesen seien, diese Raumschiffe, Fahrzeuge, die aus unserer Atmosphäre kommen, die von irgendwoher in unsere Atmosphäre kommen oder anderen Planeten. Es gibt hier keine Beweise. Also wird hier geschwurbelt? Ja, Elon Musk natürlich wie immer dabei. Und hier sehr interessante Geschichte. Elon Musk sagt, er würde es wissen, wenn irgendwelche Aliens da draußen rumtingeln würden. Daher hat er die ganzen Starlink-Satelliten aufgebaut und ins All geschossen. Und ja, dass diese Satelliten auch glaubhaft rüberkommen, stürzen auch immer wieder welche. Also Boden hatten wir jetzt erst vor ein paar Wochen in Deutschland und auch in Florida ist jetzt da was runtergekommen. Ja, Elon Musk glaubt nicht, dass da draußen Aliens sind. Wird wirklich eine interessante Geschichte. Elon Musk müsste ja tatsächlich wissen, er beweist ja auch immer wieder mit seinem Raumschiff Starts, dass da irgendwas ist, wenn es auch keine Aliens sind. Ja, der Breakthrough Prize, Breakout Civilizations und so weiter und so fort. Nun gut, wir haben mal wieder hier Bilder von Elon Musk, von seinem, von der Sonnenfinsternis. Hier sieht man den Fleck anscheinend. Und natürlich haben wir hier die Krümmung der Erde. Endlich ist es bewiesen. Man fragt sich natürlich nur, ob diese Flügel seiner, was auch immer es ist, seiner Satelliten ebenfalls gekrümmt sind. Genauso hier unten sieht man es auch ganz leicht. Also Krümmung haben wir hier nicht nur bei unserer wunderbaren Erdkugel, sondern auch bei allen anderen Objekten, die hier im Bild zu sehen sind. Und das wirft natürlich die Frage auf, wie hier die Erde rüberkommen würde, wenn kein Fischaugen-Objektiv benutzt werden würde. Aber es würde es natürlich zu weit führen, denn die Erde ist natürlich nicht flach. Auch wenn hier mal wieder irgendwelche Beweise aufgetaucht sind, dass alle Regierungen hier im Stillen doch zugeben, dass wir auf einer flachen Erde leben. Humbug natürlich. Bewegen wir uns weiter auf einer Kugel mit ganz, ganz vielen anderen Planeten durch den Orbit. Und ja, dann bekommen wir solche Bilder, hier heißt es, und es scheint tatsächlich ein Originalbild zu sein. Aus einer Entfernung von etwa 1 Million Meilen fängt die NASA ein, wie der Mond die Erde passiert. Ja, das ist ein echtes Bild, Bildnachweis von der NASA bzw. NOAA. Ja. Die Geschichten, also jeder, der sich ein bisschen beschäftigt, egal ob jetzt die Erdform, die Mondfahrt, was auch immer, es sind Geschichten. Und hier mal wieder ein kleiner Hinweis. Da heißt es, die Logik von NASA. Die Raumanzüge, die jeweils 12 Millionen US-Dollar gekostet haben, können Temperaturen von minus 72 Grad Celsius abhalten. Aber man braucht trotzdem noch 12 Dollar Decken, um die Astronauten hier vor der tödlichsten Klima der Erde zu schützen. Also, ja, auch kein Beweis natürlich, aber mal wieder ein kleiner Hinweis, dass man hier eventuell mal wirklich genauer hinschauen könnte. So, ja, Gerst, unser deutscher Astronaut, rechnet mit fester Station auf dem Mond. Böse Zungen behaupten, der Mond ist eine feste Station. Und ja, alles natürlich Verschwörungstheorien. Und wir haben hier die Crazy Plane Lady. This guy isn't real. Das ist, ja, wisst schon, MF. Tiffany Gomez, gibt sich Anti-Vogue mit einem klassischen Bikini und Bierfoto. Und das möchte ich euch natürlich ebenfalls nicht vorenthalten. Ja, die Crazy Plain Lady scheint wohl auch auf Seiten Trumps zu stehen. Nun gut, dann noch ein paar weitere Meldungen. Forscher entdecken seltene Diamanten. Er weist auf verborgene Wasserwelt innerhalb der Erde hin. Hui. Und ja, dann noch eine Meldung für alle Goldfans. Es gibt einen Vulkan in der Antarktis, der Mount Erebus. Der speit jeden Tag Goldstaub im Wert von 6.000 US-Dollar. Aber ja, du kannst natürlich da nicht hingehen. Das wirft natürlich mal wieder eine kleine Frage auf die tatsächliche Knappheit von Gold. Und ja, wo wir gerade der Knappheit von Gold sind, Bitcoin ist nun seit letztem Wochenende, seit dem Halving, seit dem
Beginn der fünften Bitcoin-Epoche tatsächlich seltener, knapper als Gold. Gold hat eine jährliche Inflation von etwa 1,45% und der Bitcoin hat es inzwischen bei 0,84%, was allerdings in den nächsten Jahrzehnten alle 4 Jahre weiterhin abgebaut wird. Genau, aus dem Bitcoin komme ich dann gleich. Ich weiß, ihr wartet schon alle drauf. Bleiben wir kurz beim Gold. Aus Dollar wird Zimbabwe Gold. Währungsreform in Zimbabwe mit Sorge erwartet. Inflation, Wirtschaftsflaute, Schwarzmarkt. Zimbabwe hat viele Probleme. Jetzt soll eine Währungsreform für Ruhe sorgen, da viele Menschen bezweifeln, dass es funktioniert. Endlich haben wir die viel zitierte Zimbabwe Goldwährung. Ich hoffe, die Gelder sind auch bei den Konten schon angelangt für all die, das seit Jahren erwarten. So, auf der anderen Seite haben wir Länder wie El Salvador, die nun IWF-Schulden zurückzahlen können, da sie auf Bitcoin gesetzt haben. Auch wenn El Salvador nun von dem IWF erneut aufgefordert wird, hier Bitcoin als legale Währung fallen zu lassen. Aber so ist es, wenn man eben durch diese Verschuldung die Strukturanpassungsprogramme der IWF nicht mehr an der Kette gehalten werden kann, kann man da wohl etwas freier agieren. Das ist natürlich eine Sache, die beim IWF nicht jedem schmeckt. Allerdings kommen auch hier ganz langsam überraschende Meldungen. Die IWF sagt, dass Bitcoin ein notwendiges finanzielles Werkzeug ist, um Wohlstand in Zeiten von finanzieller Instabilität zu bewahren. Hört. Wie gesagt, da kommen mehr und mehr überraschende Meldungen. Angefangen natürlich bei Larry Fink. Den einen oder anderen verwundert es, dass hier Larry Fink für Bitcoin votiert und nimmt es als Anlass, den Bitcoin von Grund auf abzulehnen. Wenn das böse, böse BlackRock macht, dann mache ich das natürlich nicht. Der eine oder andere Betrachter, auch im alternativen Bereich, fühlt sich ja in den letzten Tagen und Wochen durchaus bemüßigt, seinen viel erwarteten Senf dazu abzugeben. Und ja, die meisten, müssen sich wohl nochmal das Thema etwas genauer anschauen, zumindest. Ja, in meinen Augen, aber ich auch. Hier muss man sagen, jeder soll machen, was er will. Ich mache ja auch, was ich will. Und eine Sache, die ich zu Larry Fink natürlich noch sagen muss, es gibt diese 4 Stufen, die ich immer wieder zitiert habe. Also erst ignorieren sie dich, dann verlachen sie dich, dann bekämpfen sie dich. Und das, was Larry Fink momentan macht, ist meines Erachtens die Stufe 4. Nämlich, dann hast du gewonnen, dann möchten sie selbst ein Stück vom Kuchen. Aber ja, das haben wir dahingestellt. So, wir bleiben ein bisschen beim IWF. Weltbank und IWF in Washington. Pläne für globale Reichensteuer. Kredite reichen nicht, um Klimaschutz zu finanzieren. Erstmal spielt Umverteilung eine Rolle beim Treffen der globalen Finanzinstitute. Ja, die gute alte sozialistische Umverteilung hat schon immer funktioniert. IWF und Weltbank stellen Deutschland schlechtes Zeugnis aus. Wer hätte es gedacht? Vielleicht hilft es ja, wenn wir da ein bisschen wieder reinbuttern. Deutschland stellt Weltbank 3,5 Millionen Euro. Millionen nur? Egal. An Hybridkapital zur Verfügung. Ja, wie gesagt, Hauptsache die Deutschen. So, und dann heißt es hier, der IWF schlägt auch Alarm über die Ballooning, also die ausufernden US-Staatsschulden. Hier wird ein Warnschuss abgesendet, wenn selbst die IWF den Amerikanern das Ganze attestiert. Wo sind wir inzwischen? 35 Billionen US-Dollar Schulden. And it's gonna be more. Ihr seht das Finanzsystem weiter. Auch nur eine Richtung kennend. So, wunderbare Sache. New York Stock Exchange, die Börse in New York, die Wall Street, überlegt nun, ob man sich nicht hier ein rund um die Uhr ein Trading, 24/7 Trading leisten soll. Eventuell schneidet man sich auch hier beim Bitcoin die eine oder andere Sache ab. Und ja, ein Skandal bei der SEC, hier geht es um Massenüberwachung von Amerikanern durch Stock Market, also Aktiendaten. Und es gab auch gestern im anderen Zusammenhang auch 2 Verhaftungen bei der SEC, also auch dort wird spannend. So, zurück zum Dollar. Lavrov sagt, dass Russland und China fast ihre Handelsbeziehungen de-dollarisiert haben. Also man wünscht sich da was anderes, überlegt es auch auf Kryptowährungen umzusteigen. BRICS werden US-Dollar mit einer Kryptowährung
für den Handel ersetzen, wenn es denn eine eigene Kryptowährung ist, also ein sogenannter Shitcoin, hat das Ganze meines Erachtens eine kurze Ablaufphase. Ich kann mir allerdings sehr, sehr gut vorstellen, dass rund um Putin hier schon ein tieferes Verständnis vorhanden ist, dass es hier eventuell schon eine bereits bestehende Lösung geben könnte. So, ja, dann kommen wir langsam zum Bitcoin. Ich weiß, ihr wartet drauf. BlackRock, der BlackRock Bitcoin ETF hat in den 69 Tagen seines Bestehens jeden Tag hier Inflows eben belegt und am 20.04. so rum, am Halving Day, war das weiterhin ungebrochen. Also auch hier fließen die institutionellen Gelder weiter in den Bitcoin ETF. Und das ist inzwischen auch in Hongkong möglich. Hongkong Bitcoin ETFs sind präsentiert worden. Allerdings, und da sehen wir schon die Problematik, sind die nicht erhältlich für Chinesen auf dem Festland. Für all diejenigen, die es nicht verstanden haben, es gibt auch Möglichkeiten, ohne Drittparteien in den Bitcoin zu investieren. Ich denke, das werden einige von Festlandchinesen tun. Ähnlich wie das in Afrika passiert, ich kann immer wieder darauf hinweisen. Hier ist es, die Macht von Bitcoin auf afrikanischen Feature-Phones, also alten Handys vor den Smartphones. Und ja, es ist möglich, in Afrika auch ohne Internet Bitcoin via SMS zu verschicken. Auch das nur am Rande. Ja, derweil möchte auch Venezuela auf Kryptowährungen umstellen, um die Ölsanktionen zu umgehen. Auch hier wird es natürlich spannend werden. Der eigene Petro hieß er, glaube ich, ist ja gescheitert. Und eventuell lässt man sich jetzt da von anderen Beispielen, sprich El Salvador, vielleicht anstecken. In Libanon erfährt die Wirtschaft eine Wiedergeburt durch den Bitcoin. Dort ist ja die Inflation fast schon als Hyperinflation zu bezeichnen und die Wirtschaft am Boden. Bitcoin auch hier für die Menschen eine Möglichkeit zu partizipieren, auch wenn es für viele hier im Westen weiterhin unverständlich ist. Hier diskutiert man lieber über auf und wieder. Die Vereinigten Arabischen Emirate führen die Krypto-Adoption im Mittleren Osten an. 72% der dort Ansässigen investieren bereits in Bitcoin. Der Irak erwischt schon, das ist der, wo die der Dinar bald devaluiert wird oder revaluiert wird, so mal. Und dort ebenfalls Gesara dann endlich erwischt und bla bla bla. Im Irak startet man nun Bitcoin-Mining auf Nation-State-Level. Sind die nächsten, die hier wohl einsteigen, völlig überraschend. In Bhutan haben wir das ja schon seit Jahren betrieben. Bhutan wird sein Bitcoin-Mining nun upgraden. Das Ganze im Himalaya auch hier mit einem Auge auf das Halving. Natürlich, das Halving bedeutet nur, dass die Ausgabe neuer Bitcoins alle 10 Minuten im Durchschnitt nun nicht mehr 6,25 Bitcoin betragen, sondern die Miner nun für einen neu gefundenen Block nur noch 3,125 Bitcoin erhalten. Mehr ist auch nicht dahinter im Endeffekt. Also Bitcoin wird durch Software gesteuert knapper. Und das ist einfach eine Geldpolitik, die auf mehr als ein Jahrhundert nun absehbar ist. Ganz im Gegensatz zu dem, was hier bei den Zentralbanken so passiert. Okay, auch das ist absehbar. Ja, und dann in die Schweiz. Und ich habe es stets geäußert, ich bin und bin es immer noch der Meinung, dass die Schweiz einer der nächsten Länder sein wird, die hier offiziell in den Bitcoin einsteigen werden. Und da kommt nun etwas ganz Interessantes. Nun kommt die Volksinitiative, welche Nationalbank zum Kauf von Bitcoin verpflichten will. Die Kryptowährung gehöre zwingend in die Währungsreserven, so die Promotoren. Mit Bitcoin könne die Schweiz ihre Unabhängigkeit und Neutralität sichern. Sukkurs bekommen sie von einem renommierten Experten für Geldpolitik. Und ganz interessant und ja, wunderbar. Ja, es ist Meisner, ist Wiederholungstäter, also der das fordert. Zusammen mit anderen Aktionären macht er bereits an der Generalversammlung 2022 den Vorschlag, die SNB, also die Nationalbank, soll monatlich 1 Milliarde Franken Bitcoin kaufen, zulasten von deutschen Staatsanleihen. Hätte sie dies getan, wäre die Schweiz heute rund 30 Milliarden Franken reicher, sagte Meiser. Die Rechnung will er auch am kommenden Freitag präsentieren. Ja, wir werden sehen, liebe Schweizer, da habt ihr mal eine Gelegenheit. Und ja, immerhin besser als Kleinkindern Zucker
in die Frühstücksflocken zu mischen, wie ja, die Schweiz, die ja, Firma Nestle das so macht. Also ja, Zucker in Babymilch und Cerealien. Ist aber natürlich nur in armen Nationen, weil ja, der Bildungsstand hier am besten reicht ja immerhin aus, um den Zucker dann gegen irgendwelche anderen Süßstoffe zu tauschen. Naja, anderes Thema. So, kommen wir nach Deutschland und ja, auch dort wird das Halfen betrachtet in der ja, alten Art und Weise, nämlich ablehnend und wunderbare Meldungen, die wir bekommen. Reifen verbrennen für neues Kryptogeld. Die schmutzige Seite des Bitcoins. Ist das jetzt mal wieder eine Vorhersage der Simpsons? Wir erinnern uns an den brennenden Reifenstapel, den Reifenberg. Ja, egal. Und dreckige Energiebilanz. Auch hier weiß die Welt mal wieder, dass sie stets auf ja, fundierten und tiefgreifenden Journalismus Wert legt. Genauso wie das bei der Zeit der Fall ist. Auch halbierter Mist bleibt Mist, heißt es hier. Die Zahl der Bitcoin wächst nur langsamer. Ob der Wert der Kryptowährung damit steigt, ist nicht gesagt. Der Wert in Fiat gerechnet, der Wert eines Bitcoin ist und bleibt es immer ein Bitcoin. Versucht heute mal mit D-Mark oder mit Schilling oder mit italienischen Liren irgendwas zu kaufen. Naja. Der Bitcoin bleibt hochspekulativ und schadet der Gesellschaft. Ja, er schadet der Gesellschaft, liebe Zeit, und das habt ihr auch sehr gut erkannt. Da lesen wir uns das kurz durch. Drittens steckt hinter dem Bitcoin eine Ideologie, oh Gott, eine Ideologie, die gefährlich für die Gesellschaft ist. Der leider viel zu früh verstorbene Linguist David Columbia weist in seinem Buch The Politics of Bitcoin darauf hin, Kryptowährungen sind demnach mit einem echten Cyberlibertarismus verbunden, der den Staat am liebsten abschaffen würde. Es ginge den Bitcoin-Gründern darum, völlig frei vom Staat zu leben mit einer digitalen Währung, die ohne Zentralbanken auskommt und von den Nutzern selbst verwaltet wird. Teufelszeug kann ich hier nur sagen. Ja, entlarvt natürlich auch die, die hier solche Artikel schreiben. Tja. Ja, einziger Lichtblick in Deutschland hierzulande ist weiterhin ja, die 50.000 Bitcoin in Sachsen. Ja, vielleicht gelingt es Sachsen ja da, irgendwie Kapital rauszuschlagen. Ich vermute es nicht. Da war da hier eventuell noch ein bisschen das Verständnis fehlt. Und dazu dieses kleine Meme. Bitcoin hat in diesen Tagen die gleiche Anzahl an Benutzern wie das Internet im Jahr 1997. Lass ich einfach mal so stehen. Und ja, dann noch dieser Artikel hier. Also hier wird von Daniel Betten gefragt, man könnte buchstäblich eine Schule eröffnen und ein Fach lernen, nämlich Bitcoin, und hier jedes Subjekt lehren. Also Computerwissenschaften, verteilte Systeme, Kryptographie, Ökonomie, also Wirtschaft, mechanisches Ingenieurwesen, Geld, Geschichte, Geopolitik, politische Wirtschaft, Menschenrechte, ziviles Ingenieurswesen, Grafikdesign, Philosophie, Mathematik, Materialkunde, Geologie, Nuklearenergie und so weiter und so fort. Ja, ich denke, in Zukunft wird das auch durchaus an Universitäten also laufen. So, was haben wir hier? Die Bitcoin-Gebühren explodieren nach dem Halving, Sparpläne teils nicht mehr rentabel, auch hier, ja, nur keine Panik, lasst die Comic-Bildchen sein, bereitet euch auf die Zukunft vor und ja, vielleicht versucht ihr nicht irgendwelche Transaktionen beim nächsten Halving zu machen. Die Bildung ist es auch hier, die wirklich eine Rolle spielt. Und ja, Bitcoin-Kursverfall nach Halving. So tief geht es laut JPMorgan nach unten. Ja, es ging unglaublich tief nach unten, sodass wir momentan 2.000, 3.000, 4.000 Dollar unter dem All-Time-High stehen. Viel Neues, viel Lärm da draußen, in der Hoffnung, dass Bitcoin doch noch scheitern wird, bei vielen, vielen zu erkennen. Aber dem wird so nicht sein. Ja, hier eine Stimme von Jim Rogers in diesem Fall. Bitcoin wird verschwinden und eines Tages auf Null gehen. Ja, klingt nach einer Wette. Nun gut, ich denke auch hier darf sich jeder selbst ein Bild machen. Und ja, wenn du neu bei Bitcoin bist, habe ich hier ein kleines Meme für dich. Erstmal eine rauchen.
Ja, wo wir beim Thema Rauchen gerade sind, schau mal kurz nach Großbritannien, wo nun geplant ist, Rauchen vollständig zu verbieten. Ihr wisst, man wird von allen Seiten vergiftet, innerlich, äußerlich, von oben, von unten, wie auch immer. Aber Rauchen ist ganz, ganz schlimm für dich. Und wir als Regierung sorgen uns doch so um dich, dass wir es schlimm finden, wenn du deine Gesundheit durchs Rauchen zerstörst. Und darum verbieten wir das jetzt. Ja, Glyphosat ist natürlich weiterhin erlaubt, aber Rauchen. Ganz, ganz böse. Ist ja nicht so, dass wir hier von einem Jahrtausenden alten Heilkraut sprechen. Und ja, also merken wir uns, in Großbritannien soll den Briten das Rauchen verboten werden. Auf der anderen Seite werden ukrainische Soldaten von den Briten trainiert, indem ihnen freie Zigaretten angeboten werden, um die Moral natürlich hochzuhalten. Das Leben schreibt einfach die schönsten Geschichten, was soll man dazu sagen. Bleiben wir kurz noch in Großbritannien, wo die Monarchie weiterhin kollabiert. Als Experte König Charles, schlanke Monarchie kurz vorm Zusammenbruch. Also, ja, sei es die City of London, sei es der Vatikan, sei es Washington DC, auch hier geht es weiter in seinen Jahren eigentlich nur in eine Richtung. Und ja, bleiben wir kurz noch in London bzw. Washington. Die USA überlegen, hier die Anklage gegen WikiLeaks-Gründer Julian Assange fallen zu lassen, kommt nun aus dem Mund von Joe Biden. Schauen wir mal, wie sich das entwickeln wird. Ja, zum Schluss, bitte, bitte nicht vergessen, die Überwachung durch die Regierung hält uns sicher. Also, wir vertrauen auch hier weiterhin nicht nur der Wissenschaft, sondern auch der Regierung und möchten eigentlich alle noch ein bisschen härter überwacht werden. Und ja, wem das nicht so schmeckt, der ja, installiert sich vielleicht Linux-Distribution auf seinem alten Mac, beschäftigt sich vielleicht mit einem CafeOS-Smartphone, entgoogelt, viel schwieriger zu tracken als alles andere. Und ja, wer es ganz hart haben möchte, der lässt vielleicht auch noch eine Bitcoin Full Node laufen. Und ja, dazu, also nicht dazu, aber noch ein kleines Meme habe ich gefunden. Fand ich gut, wie Leute denken, dass Anarchie ausschaut und was Anarchie aktuell, also tatsächlich ist. Hier die Dame, die ihre Hühner füttert. Und ja, das ist natürlich eine Möglichkeit, hier gewissen Dingen zu entkommen. Wie die Hühnerhaltung im eigenen Garten gelingt. Kleiner Hinweis hier der Süddeutschen Ka Zeitung: Wildkräuter erkennen, sammeln und zubereiten, alles Dinge, die man jetzt im Frühling wunderbar machen kann, indem man sich ja seinen Permakulturgarten hier ja, auf die ein oder andere Art und Weise aneignet. Permakultur ist ja nicht ein feststehender Begriff, sondern eher ein Überbegriff hier, ja, naturverbunden zu Gärtnern. Ja, das naturnahe Gärtnern und warum es so wichtig ist. Und ja, dazu noch eine kleine Meldung hier vom Merkur. Bauern regeln, was Schnee im April für ihren Garten bedeutet. Ich denke, der eine oder andere, der heute aus dem Fenster geschaut hat, wird sich wundern, wieso nach diesem heißesten April aller Zeiten die 3 Tage nun Schnee liegt. Und noch mehr mag man sich wundern, dass es da sogar Bauernregeln gibt, die besagen, dass es wohl schon vor 300 Jahren auch mal im April geschneit hat. Ja, ich lese mal ein paar vor. Der April tut, was er will. Bläst der April mit beiden Backen, gibt es viel zu jäten und zu hacken. April, kalt und nass, füllt Scheuer und Fass. April, Schnee ist der Grasbrüter. Ja, April, Schnee ist besser als Schafmist. Und jeder weiß, was Schafmist im Garten bedeutet. Ja, sollte sich hier auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. So, und dazu, nicht dazu, doch dazu, es geht um die Freiheit. Und mir glaubt ja keiner was. Ich möchte zum Schluss zwei eventuell auch in alternativen Szenen recht glaubwürdige Stimmen zu Wort kommen, die sich hier ja, zum Bitcoin geäußert haben. Der erste ist der Gründer von Telegram. Pavel heißt er, glaube ich, Durov, der sich hier geäußert hat. Wir hören es uns kurz an. Ich übersetze es dann gleich. Also for me it was never about money, right? So I have Also für mich ging es nie ums Geld. few hundred million dollars in my bank account or in bitcoins. Ich habe ein paar hundert Millionen Dollar in meinem Bankkonto oder in Bitcoin. Since 10 years ago Seit 10 Jahren. and I don't do anything with it. I don't Ich mache nichts damit. own
real estate, Jets or yachts. I Ich kaufe keine Immobilien oder Jets. don't think this lifestyle is for me. Ich glaube nicht, dass dieses Lifestyle etwas für mich ist. I like to focus on what we are doing with Telegram. You don't Ich fokussiere mich auf Telegram. Hier übrigens bei Tucker Carlson ein Interview. own anything? Also du besitzt nichts? Like big assets. You don't no, no own big assets, an exactly. island in Hawaii or no No, plane. no land. Kein Insel, kein Land. No real estate, nothing. Why? Wieso besitzt du nichts? Well, because for me, my number one priority in life is my freedom. Für mich die Nummer eins Priorität in meinem Leben ist meine Freiheit. Und das sind meines Erachtens wunderbare Worte hier von Durov, die man sich mal zu Herzen nehmen könnte. Und ganz zum Schluss, ja, eine Legende und einer der ganz, ganz wenigen, die im alternativen Bereich meine Einstellung zum Bitcoin offensichtlich teilen. Da gibt es, wie ich immer wieder feststellen muss, wirklich ganz, ganz wenige, die es den Menschen dann erzählt haben, werden am Ende des Tages. Und einer davon ist tatsächlich, ja, Ken Jebsen. Wir hören es uns an. Und ich möchte, glaube ich, auch, ja, zu seinen Ehren hier ihm die letzten Worte dieser Sendung überlassen. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, für ihre Unterstützung und ja, nicht aus der Ruhe bringen lassen. Eventuell ein bisschen ärgern schadet zur allgemeinen Entwicklung überhaupt nicht. Ja, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Der Sunny ist draußen. Verlassen, indem man sagt, ich verlasse den Währungsraum, indem ich auf Bitcoin gehe. Das ist mein Rat. Weil Bitcoin, also diese Kryptowährung, ist ja, da ist man ja seine eigene Bank. Ja, man kriegt ja so ein Hash, seine eigene Bank. Und ich kann nur allen raten, die sich mit alternativen Medien beschäftigen und die nicht nur gut finden und liken, sondern auch hoffentlich mit einem Dauerauftrag oder mit Geld unterstützen, das in Zukunft auch in Bitcoin zu tun. Weil erstens wirst du dort nicht beraubt und zweitens ist es eben nicht anonym, aber man weiß nicht genau, wer du bist. Das heißt, sich damit beschäftigen. Und da bin ich bei Rothschild. Mir ist, wenn ich die Kontrolle über das Geld habe, ist mir egal, wer das Land regiert. Dann regierst du dich als eigene Bank selbst. Das ist der erste Schritt, um sich auch finanziell selbst verteidigen zu können. Jetzt wird es Zeit, in den Bitcoin zu gehen. Wir können es uns nicht mehr erlauben, als Medienschaffende sowieso nicht mehr in den Bitcoin zu gehen. Und wenn man den Bitcoin abschalten könnte, hätten sie es schon getan. Sie können es nicht. Das ist Freiheit. Und die andere digitale Währung, die sie für uns vorbereitet, das Gefängnis, das wird auch kommen, werden sie verhindern. Ja, aber vor Ende des Jahres sich in den verlassen, indem man sagt, ich verlasse den Währungsraum, indem ich auf Bitcoin gehe. Das ist mein Rat.